Fernsehkunde, der Podcast rund um Kult-Fernsehsendungen mit Bastian, Daniel und Markus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fernsehkunde. Ihr werdet es schon gelesen haben. Heute werden wir eine weitere popkulturelle Ikone der 90er Jahre besprechen. Vielleicht nicht die Serie mit dem größten erzählerischen Tiefgang, aber Wellengang, den gibt's heute auf jeden Fall. Diese Sendung steht heute auf dem Lehrplan. Ja, es geht um Baywatch oder genau genommen, wie es im deutschen Fernsehen hieß, Baywatch. Die Rettungsschwimmer von Malibu. Genau, und ja, Bastian und Markus komplettieren wie immer die Runde. Deswegen vorab die Frage an euch, wie sicher seid ihr denn im Wasser? Es war beim Seepferdchen Endstation, gab es schon mal gewollte oder ungewollte Begegnungen mit Lifeguards im Urlaub? Ich bin eine Wasserratte per se, immer. Ich muss immer Urlaub machen in einem Center Parks, wo eine riesen Wildwasserbahn ist. Ich habe sie alle durchgespielt, durchgecheckt in Deutschland. Ich will unbedingt auch mal nach Malibu oder nach Hawaii reisen und mich da am Strand regeln. Auch jetzt durchs Wiederschauen, also bekommt man dann auch einfach wirklich nochmal Lust, natürlich nur der Natur wegen da mal hinzureisen. Ja, ja, natürlich. Ja, im Wasser bin ich eigentlich sehr sicher. Begegnungen mit Rettungsschwimmern hatte ich noch keine. Allerdings haben wir in Kindertagen zusammen mit einer Freundin mal einen Bademeister ein bisschen provoziert, weil wir auf die glorreiche Idee gekommen sind, im Freibad ja selber Rettungsschwimmer zu spielen. Also einer hat so getan, als würde er ertrinken, und der andere ist reingesprungen und hat ihn gerettet, in Anführungszeichen. War natürlich im Kinderbecken, was eigentlich gar nicht tief genug ist, um da sich groß zu verletzen. Der Bademeister fand es trotzdem weniger witzig, dass wir da drin waren und dann hochtheatralisch Hilfe, Hilfe geschrien haben. Ja, daran musste ich auch direkt denken. Also Models in roten Badeanzügen gab es bei mir da im Kölner Umland also auch nicht. Aber die Trillerpfeife vom Bademeister und die freundliche Aufforderung, doch nicht vom Beckenrand zu springen, das kennt man dann eher aus der Heimat. Also ich hätte es ja auf jeden Fall toll gefunden, wenn der Bademeister David Hasselhoff gewesen wäre. Oder auch Pamela Anderson. Also das hätte mich dann überhaupt nicht gestört. Ich hätte mich dann auch zusammenscheißen dürfen. Aber so war es halt ein bisschen. Ja, das gab es leider nicht. Deswegen machen wir uns jetzt auch auf an die Pazifikküste von Südkalifornien. Zumindest gedanklich. Und ich werde hier diesmal die Aufgabe übernehmen, durch unsere Rubriken zu führen. Ihr werdet jeweils mit Fakten rund um die Sendung, die ihr recherchiert habt, nachlegen. Und so folgen wir dann also auch unserem bewährten Prinzip, dass wir auch jetzt mit der folgenden Rubrik dann starten. Runde 1. Hard Facts. Man könnte sich ja ohne weiteres vorstellen, dass die Grundidee zu Baywatch im Büro eines findigen Fernsehproduzenten geboren worden ist, während der vielleicht vor einem Playmate-Kalender saß, aber dem ist nicht so. Die Grundidee stammt von einem Rettungsschwimmer, der zum Fernsehproduzenten wurde, nicht etwa umgekehrt. Und der Mann heißt Gregory Bonnen, arbeitete in den 70er Jahren als eben solcher Rettungsschwimmer in Kalifornien an genau den Stränden, an denen später auch die Serie entstand. Und schon während dieser Zeit war er der Meinung, dass dies doch ein tolles Setting für eine Serie sei und schrieb auch entsprechende Konzepte, die allerdings zunächst noch einen anderen Titel trugen, wie wir das auch häufig kennen, noch ein gutes Stück weit sicherlich entfernt waren von dem, was wir da heute kennen. Und naja, eine gute Grundidee macht ja auch noch kein gutes Serienkonzept, und vielleicht war es die mangelnde Erfahrung in den Medien, dass es jedenfalls während der 70er Jahre das Ding nicht mehr richtig ins Rollen kam. Es gab zwar verschiedene Pitch-Meetings, so ab ca. 1977, wo teilweise auch das Feedback kam, du entwickel das mal ruhig weiter, aber so richtig angebissen hat über die Jahre hinweg erstmal keiner. Bonnen begann aber parallel als erfolgreich im Bereich des Sport- und Dokumentarfilms Fuß zu fassen.
Er nahm selber als Fünfkämpfer bei den Olympischen Spielen 1972 in München teil und produzierte dann in den 80er Jahren mit einer eigenen Firma Sportfilme bei den Sommer- und Winterspielen. Und hier gibt es ein sehr interessantes Detail, denn er hat bei seinen Sportfilmen, oder was seine Sportfilme ausgezeichnet haben soll, war eben der Einsatz von Slow-Motion-Szenen, schöne Montagen der Sportler. Und da klingelt natürlich was. Da war er wahrscheinlich Baywatch schon ein bisschen näher, als er es zu dieser Zeit ahnen konnte. Das war doch auch die offizielle Begründung, die man mal rausgegeben hat auf eine Nachfrage. Ja, die ganzen Slow-Motion-Aufnahmen von den schönen Frauen und Männern am Strand, die sollen die Aufnahmen bei den Olympiaden nachempfinden. So wenn die Läufer kurz vor der Ziellinie einlaufen und durchs Band durchlaufen. Das hat aber David Hasselhoff eine ganz andere Geschichte erzählt. Er hatte gemeint, wenn die Folgen zu kurz waren, war die Anweisung, dreht einfach irgendein gut aussehendes Mädel ein bisschen mit Slow Motion, dann können wir die 4 Minuten noch reinfüllen. Aber das passt ja auch zu beiden Situationen. Entweder man sieht dann halt eben wirklich Körperkult in dieser Serie oder die Rettungseinsätze, die natürlich auch nochmal dadurch dramatischer werden, indem man das Ganze auch nochmal in die Länge zieht. Also das hat ja schon, diese Zeitlupenorgie habe ich es genannt, das hatte also wirklich schon seine Vorteile, dass es die einfach gab in der Sendung, weil das einfach zum Thema auch irgendwie gepasst hat, ganz gut. Es war halt auch einfach ein unverkennbarer Stil, wenn man irgendwo durchgesappt hat und dann sieht man, ach, ein Strand und es ist alles ein bisschen langsamer als Normalgeschwindigkeit, das kann nur Baywatch sein. Ja, und dann gab es ja auch noch gute Musik dazu, also es war so ein bisschen, plötzlich zwischendurch war es dann auch kurz mal MTV. Ja, zwischenzeitlich hieß das Konzept dann irgendwann auch Baywatch, das war wohl eine Namensidee, die auf die Mutter zurückging und das Vorhaben ließ ihn dann einfach nicht los. Und Ende der 80er Jahre tat er sich dann mit den Autoren Douglas Schwartz und Michael Burke zusammen. Schwartz war mit seiner Schwester verheiratet und also im weitesten Sinne im Dunstkreis. Und Burke hatte schon häufiger mit Schwartz zusammengearbeitet. Und Baywatch-Kenner wissen, die beiden sind die anderen zwei, die im Vorspann stehen, wenn es heißt Created By. Das Trio war dann ein Erfolg. Schwartz und Burke halfen, das Format zur Serienreife zu entwickeln. Und Bonnen produzierte tatsächlich auch ein Pitch-Video mit Lifeguards und diesen Slow-Motion-Szenen. Also da war das Mood-Tape, beinhaltete schon das, was dann, wie ihr ja auch gerade schon gesagt habt, zum Markenzeichen wurde. Ja. Ich habe noch informationsmäßig was entdeckt, dass die sogar, während sie ihre ersten Locations auswendig gemacht haben für die Serie, es dann da auch einen Unfall gab, wo ein Kind fast ertrunken wäre und man dort dann halt eben auch quasi das Kind gerettet hat. Also deswegen auch da schon, bevor Baywatch überhaupt ausgestrahlt worden ist, hat diese Sendung Leben gerettet. Ja, von Produktionsseite ist aber da spannender, die Sender, auf denen sie es gepitcht haben, war ja dann NBC. Und man möchte meinen, dass NBC auf so ein Konzept sofort anspringt, weil sie ja auch David Hasselhoff im Hinterkopf hatten, ihn da zu casten, der gerade so auf einem der ersten Höhepunkte seiner Karriere war, frisch aus Knight Rider raus, ein Riesenhit in den USA und auch international. Aber NBC hat das Konzept gehasst. Die haben das irgendwie nicht verstanden, die fanden das langweilig und wollten auch ein düsteres Kriminaldrama am Strand. Also so konnten sie es vorstellen. Ein Satz von einem NBC-Executive soll sein, naja, wie spannend ist es, wenn man einem Lifeguard zuschaut, wie er beim 50. Mal jemanden wiederbelebt? Das ist ja, wir brauchen Drama, wir brauchen Crime, wir brauchen mehr, wie nennt das, Grit, also das englische Wort Gritty ist da sehr oft gefallen. Sie haben es dann nur sehr widerwillig gegreenlightet und ja auch, nachdem die erste Staffel zwar gut ankam, aber nicht so gut, wie man es sich gewünscht hat, ja gecancelt. Genau, das stimmt. Ich habe da noch mal einen Namen von, der auch noch eine Rolle spielte. Vielleicht habt ihr zudem auch was gefunden. Und zwar ist das Grant Tinker. Der sprang nämlich dann quasi vor dem Start der Serie auch als Produzent mit auf.
Und der war wohl auch mal lange Jahre Chef bei NBC. Vielleicht war das. Ja, der hatte doch seine eigene, dieses GTG hieß genau. Diese Produktionsfirma, die er hatte. Der ist mit aufgesprungen und gleichzeitig mit der Absetzung von Baywatch bei NBC nach der ersten Staffel ist aber GTG bankrott gegangen. Und es ist eigentlich Schwartz, Bannon und Berg zu verdanken, dass die Serie weitergelaufen ist, weil die an dieses Konzept einfach geglaubt haben. Die haben gedacht, da kann noch was drauf werden. Wir wollen unsere zweite Staffel, wir wollen weitermachen. Und haben Tinker die Rechte daran abgekauft für tatsächlich nur $10. Die haben den Deal gemacht, gebt mir $10, ich gebe euch die Serienrechte. Wenn das Ding wieder erwarten ein Hit werden sollte, dann zahlt ihr mir $5,000 pro Episode. Und geglaubt hat das nicht, deswegen war der wohl ganz happy mit seinen $10 und mit großer Unterstützung von David Hasselhoff, den sie dann als Executive Producer auch mit reingeholt haben, haben sie es aber geschafft, die zweite Staffel fertigzustellen und zu produzieren und dann auch weiterzumachen. Ja, generell auch die Position von Hasselhoff ist ja auch dann nochmal interessant, weil, also ich glaube, klar, er ist natürlich der Star der Sendung auch immer gewesen im Vorfeld, weil es war das Jahr 1989, ja, das Jahr, wo man ja gesagt hätte, er hat mit Looking for Freedom die Berliner Mauer eingerissen, obwohl er das gar nicht konnte, weil er zu dem Zeitpunkt eben Baywatch ja auch produziert hatte und so weiter, aber er war weltweit wirklich so auch Garant dafür, auch um Formate im Ausland gut zu verkaufen, also nicht nur nach Deutschland, auch in andere Länder. Und da war ja dann auch schon, sagen wir mal, ein Social Buzz hinter Baywatch, dass eben aus dem Ausland es da Verträge gab, dass die diese Serie auf alle Fälle auch nochmal kaufen wollten, selbst wenn NBC das dann nicht mochte, die Sendung. Also da ließe sich noch über andere Einnahmequellen sicherlich so eine Produktion stemmen. Und das hat man mitunter eben auch Hasselhoff einfach zu verdanken gehabt. Ja, Hasselhoff war ja dann auch wohl verantwortlich. Sie mussten das Budget trotz des Geldes, das er aus anderen Ländern akquirieren konnte, um, ich glaube, 30% waren es so ungefähr, kürzen. Das haben sie aber ganz gut gemacht, ohne dass man das in der Sendung merkt, weil sie einfach angefangen haben, die ganzen Sets auch praktisch zu nutzen. Also der Umkleideraum zum Beispiel, den sie hatten, und die Duschen, die waren alle praktisch echt. Das konnte das Team einfach mitnutzen. Und so hat man halt einfach Set und Produktionsräume, soweit es ging, miteinander komprimiert und sich damit wieder Geld gespart. Ja, also was ihr da ansprecht, diese Fortsetzung dann nach Staffel 1, das ist doch eigentlich für uns auch interessant. Ich meine, wir haben alle mit der Fernsehformatentwicklung schon zu tun gehabt oder immer noch zu tun. Und wir wissen ja auch, wie schnell dann heute eine Show, eine Serie abgesetzt wird, wenn die nicht unmittelbar erfolgreich ist. Ja. Da ist es doch immer so ein bisschen Wasser auf unsere Mühlen, wenn man dann sieht, eine Serie, die ja letzten Endes mit 242 Episoden zur international erfolgreichsten Serie des 20. Jahrhunderts geworden ist, dass die also eine Staffel hatte, die noch nicht so funktioniert hat, ne? Nämlich die erste. Er ist beweist, dass es sich richtig auszahlen kann, an ein gutes Konzept einfach zu glauben und da weiterzumachen. Ich meine, NBC hat sich da ein bisschen in den Hintern gebissen, weil dann zum Höhepunkt Mitte der 90er waren es, glaube ich, 1,1 Milliarden Zuschauer weltweit. Also ich muss noch eingestehen, dass ich also von Anfang an ja auch dann geguckt habe, so ab 90 lief das ja dann bei der ARD, diese erste Staffel. Und ich fand die immer für mich rund. Also ich war da jetzt nicht so nach dem Motto, okay, es ist jetzt nicht das Highlight-Fernsehen der Woche, aber ich fand das Ganze, der ganze Stil und das ein bisschen kriminalmäßig, aber auch aufzuziehen und am Strand sowieso, American Way of Life, so ich fühlte mich da sehr wohl und nach der Rückkehr dann später in Baywatch, dann lief das dann mal Sat.1, da hatte ich nicht mehr so die Freude an der Sendung, weil ich sie nicht mehr so spannend fand. Ja. Interessant, dass du das sagst, geht mir ganz genauso. Ich glaube auch, vielleicht war dann, manchmal dauert es ja einfach ein bisschen Zeit, bis sich eine Serie etabliert. Aus heutiger Sicht finde ich eigentlich auch die erste Staffel oder die ersten Staffel wesentlich interessanter als die späteren Staffel, weil ist so mein Gefühl, dass dieser Trash Faktor schon immer so ein bisschen zugenommen. Ja, sie haben ja dann auch mehr oder weniger zugegeben, dass sie später ihnen das kreative Pulver ausgegangen ist und sie dann einfach ältere Folgen aus den ersten Staffeln nochmal umgeschrieben, recycelt haben. Sie haben dieses Spin-off versucht, Baywatch Nights, es war ein
Baby hauptsächlich von Hasselhoff, der versucht hat, damit in dramatischere, ernstere Rollen reinzukommen, was dann aber nach 2 Staffeln gecancelt wurde. Sie haben versucht, so ein bisschen übernatürliche Elemente dann reinzubringen, weil Akte X gerade richtig cool auch angekommen ist, dann Mitte der 90er Jahre. Ich glaube, dass es da so ein bisschen das Problem war, dass sie es in den späteren Staffeln zu weit ausgezogen haben. Was ich ganz interessant finde und am eigenen Leib, wenn ich so sagen darf, erlebt habe, ich habe Baywatch zuerst auf Kabel 1 gesehen, die Wiederholungen. Und es ist ja interessant, wenn heute der Name Baywatch fällt, sind es in der Regel die Männer, die sofort anfangen zu schwärmen und zu erzählen, wie toll die Serie doch war, aus ja verschiedenen Gründen, sagen wir es mal so. Als die Serie bei der Erstausstrahlung war, waren es tatsächlich hauptsächlich Frauen, die das geguckt haben. Das Publikum war zu 65% weiblich. Und bei uns war es so, die Wiederholungen liefen auf Kabel 1. Ich habe sie gesehen, bin aber nie so richtig reingekommen. Ich fand's unterhaltsam, ich fand's toll. Das war gerade so allein das Intro schon mit der Musik und der tollen Montage. Das war so ein gute Laune-Garant. Aber es hat mich nicht so extrem gefesselt, dass ich wirklich jede Folge vorm Fernseher geklebt bin. Meine Schwester allerdings schon. Die hat jede Folge dann angeguckt in den Wiederholungen. Also was auch immer es ist, was so viele Frauen damals bei der Erstausstrahlung angesprochen hat, es hat meine Schwester auch angesprochen. Es funktioniert. Ja, also ich meine, die Jungs da bei den Lifeguards, da ist ja auch im Prinzip so fast keine Rolle ohne Waschbrettbauch besetzt worden, also optisch. Es ist ein großer Körperkult bei beiden Geschlechtern, klar. Lasst uns da auch nochmal drüber sprechen, wenn wir sagen, Basiswissen zur Sendung, wie diese Sendung so inszeniert wurde. Ich hatte da nochmal gelesen, man hat natürlich das Bild so dieser perfekten Sommer- und Sonnewelt da präsentiert, aber auch am Strand von Malibu in Kalifornien wird es ja mal kalt. Also ich hatte gelesen, dass also produziert wurde das ganze Jahr. Ja, und was bei uns im Fernsehen dann manchmal nach Sommer aussah, hieß dann in Wirklichkeit, da hat man gerade so die Aufnahme durchgezogen und dann musste man aber ganz schnell irgendwie sich ging's rein in die Heizdecke. weil so warm, wie das für uns dann aussah, war das da oft wohl. Ich habe aber noch gelesen, dass zum Beispiel für den Pilotfilm, der entstand im Januar 89 und da, wie gesagt, war es noch zu kalt für diese ganzen Wasser- und Beachaufnahmen, dass der Pilotfilm zum Beispiel dann teilweise damals schon auf Hawaii auch entstanden ist. Ja. Also deswegen auch nachher, das ist ja auch wieder die große Frage, Baywatch Hawaii, können wir ja nachher auch nochmal holen. Gehört das jetzt zum Kanon oder ist das eine eigene Serie? Ja, offiziell doch ja, weil doch auch Mitch Buchanan, also David Hasselhoffs Rolle noch eben, mit dabei ist. Ich würde es auch einfach dazu zählen, diese letzten 2 Staffeln, weil eben, wie gesagt, schon viel auf Hawaii auch in Anführungszeichen produziert worden ist und da hat man es eigentlich nur nochmal offensichtlich gemacht, dass man dann jetzt eben auf Hawaii ist, aber es gab ja auch finanzielle Gründe, um nach Hawaii dann zu gehen. Ne? Ja, klar. Was mir zum Thema Wasser, was du jetzt gesagt hast, und die Kälte noch einfällt, es soll auch an dem Strand eigentlich dezent ekelhaft gewesen sein, weil das Meer da eigentlich voller Müll war. Also wirklich voller Abfälle, voller Dreck. Und anscheinend war es auch so, dass an manchen Strandabständen, wo sie gedreht haben, sie rein sind ins Wasser und nach dem Take sind sie sofort von Ärzten komplett desinfiziert worden, weil das Wasser eigentlich fast schon giftige Konsistenz hatte. Also es war wohl eine sehr, sehr große Inszenierung, die sie da betrieben haben, damit der Strand so schön wirkt, wie er dann im Fernsehen immer wirkt. Ja, das konnten sie eben, die Sachen so ein bisschen schöner, wärmer, toller darstellen, als es dann vielleicht auch manchmal war. Also das geht ja schon wieder sehr gut los mit allerlei spannenden Fakten. Ich habe ja hier jetzt heute ein bisschen die Aufgabe nach unserem Prinzip hier die Punkte auch für die Rubriken zu verteilen. Ich merke schon, ihr drängt schon in die nächsten Kategorien. Ich werde jetzt nicht der Versuchung erliegen, jetzt euch beiden einen Punkt zu geben, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Ich versuche jetzt mal ein bisschen die Spannung hier anzufeuern und gebe dem Markus jetzt mal einen Punkt für den Aspekt der 65% weibliche Zuschauer. Das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Das ist sehr spannend. Und dann springen wir mal in die nächste Kategorie. Runde 2. Die Stars der Sendung. David Hasselhoff, Pamela Anderson. Ich wette, einer dieser beiden Namen fällt auch euch zuallererst ein, wenn man an Baywatch-Darsteller denkt. Tatsächlich gibt es aber sehr viele Schauspieler, die Teil der Serie waren.
Es war eigentlich ein Kommen und Gehen. Manche blieben eine Staffel. Üblicher war es vielleicht zwei, drei, vier Staffeln zu bleiben. Niemand war in allen 11 Staffeln zu sehen, also zumindest inklusive der zwei Staffeln Baywatch Hawaii. Es gibt allerdings durchaus Schauspieler, die in allen 9 in Kalifornien spielenden Staffeln dabei waren und dann später sogar noch Gastauftritte hatten. Und da ist eben natürlich allen voran David Hasselhoff zu nennen, der ja ab der zweiten Staffel dann eben auch mitproduzierte und im Prinzip mehr oder weniger unkündbar war. Pamela Anderson stieg beispielsweise erst in Staffel 3 ein und verließ die Serie wieder nach Staffel 7. Trotzdem ist sie sicherlich zur bekanntesten Darstellerin geworden, die jemals in dieser Serie aufkreuzte. Ja, sie ist ja auch so ein bisschen, wenn man so will, zum Aushängeschild der Serie dann mitgeworden, obwohl sie erst zur dritten Staffel rein ist, also zusammen mit David Hasselhoff natürlich. Es war ja bei ihrem Casting sogar so, dass Hasselhoff ein bisschen Angst hatte, dass Pamela Anderson die Serie und alles andere überschatten könnte. Ja, gut, wenn man es realistisch betrachtet, hat er wahrscheinlich eher Angst gehabt, dass sie ihn überschattet, dass dann die Leute sie zum Gesicht von Baywatch machen und nicht mehr ihn. Offiziell meinte er, hatte Angst, dass vielleicht der Plot drunter leiden könnte, weil so sexy als alles getrimmt war, er hat immer schon drauf geschaut, dass es eine familientaugliche Unterhaltung ist. Ja. Naja, aber wenn man dann wirklich sagt, Angst davor hat, dass irgendwie jemand Hasselhoff die Show steht, ich meine, der Mann hat ja dann auch hinter der Kamera dann trotzdem oder irgendwie generell wird trotzdem zu dem Zeitpunkt eben auch für viele Schlagzeilen gesorgt. Also man muss sich das ja auch nochmal darüber hinaus irgendwie jetzt mal anschauen, dass da ja wirklich, also in Nightwilder klar, diese ganzen Karrieren als Sänger, die ja in Deutschland funktioniert hatte, in den USA ja lustigerweise aber irgendwie nie, also hat er nie diese Plattenverkäufe natürlich gehabt, die fanden ihn ja da eher mehr so ein bisschen peinlich. Und es gab eine sehr lustige, wie ich finde, Situation auch, dass er nämlich angekündigt hatte, er wird ein großes Pay-Per-View-TV-Konzert geben in den USA. Das war angesetzt für ein ganz spezielles Datum, nämlich für den 17. Juni 1994. Da wollte er auftreten in einem Trump-Hotel in Atlantic City, hat er auch noch gesagt, hier, ihr könnt also hier für $20 Pay-Per-View-mäßig mit dabei sein. Und meine ganzen Baywatch-Kollegen sind auch mit am Start. Aber just was passierte an diesem Tag, an diesem 17. Juni 1994? Es war der Tag, an dem O.J. Simpson seine wilde Verfolgungsjagd dort hatte, die da im Fernsehen übertragen worden ist. Der ist ja vor der Polizei geflüchtet und deswegen haben alle Leute quasi dann, die sich diese Verfolgungsjagd, die ja live übertragen wurde, angeguckt, während zeitgleich eben dieses Pay-Per-View mit Hasselhoff lief und das hat keiner gesehen. Also er hat auch immer irgendwie ein bisschen Pech in seinem Leben und auch eben Pech nach Baywatch. Bei der Sängerkarriere auf jeden Fall. Es gibt auch eine Story, dass er, als sie fertig war mit der Live-Übertragung, ist er von der Bühne runter und sieht halt hinter der Bühne in der Regie die Fernseher stehen, wo halt übertragen wird, die Verfolgungsjagd von O.J. Simpson. Und er guckt es an und meint dann zu einem anderen da, sag mir jetzt bitte nicht, dass das live ist. Doch, doch, das ist live. Das war auch die ganze Zeit schon live, als wir hier performt haben. Im Endeffekt war es wohl so, dass 90 Millionen Amerikaner O.J. Simpsons Verfolgungsjagd angeschaut haben und nur knapp 30.000 bei Hasselhoff geblieben sind. Durch ein enttäuschendes Ergebnis für ihn ist. Also ich war so beim Durchsehen der Darstellerliste auch teilweise überrascht, was man noch so in Erinnerung hatte und was dann vielleicht doch anders war. Also bei mir sehr präsent im Kopf war zum Beispiel noch die Jasmine Bleeth, die aber auch in Anführungsstrichen nur 3 Staffeln dabei war, 3 bis 7, was aber sicherlich auch die erfolgreichste Zeit dieser Serie war. Insofern bin ich gespannt, wen ihr aus dieser langen Castliste, wen wir uns hier noch herauspicken, weil wir werden sicherlich nicht alle Darsteller besprechen können. Ja, gut zu Hasselhoff, da könnt ihr jetzt wahrscheinlich 2 Stunden allein schon füllen. Wen ich ganz interessant fand, weniger wegen seiner Rolle in der Serie selber, aber wegen dem, was hinter den Kulissen lief, war die Rolle von Hobby Buchanan, also seinem Sohn. Also Mitch Buchanan ist ja frisch geschieden, alleinerziehender Vater. Der wurde in der ersten Staffel ja von Brandon Call gespielt. Und anscheinend, das ist nicht ganz bestätigt,
haben Calls Eltern ihm verboten, zurückzukehren, als Hasselhoff und die anderen sich daran gemacht haben, die zweite Staffel zu produzieren. Deshalb mussten sie ihn neu casten und es kam dann, wie ist er, Jeremy Clarkson? Jeremy Jackson. Jackson, nicht Clarkson, Blödsinn, Jackson, Jeremy Jackson. Was ich da ganz witzig finde, dass die haben ja Jackson und Hasselhoff dann dieses Vater-Sohn-Gespann gespielt, haben dann auch viel Lob bekommen von Zuschauern, die gedacht haben, dass die, ich sag mal, Leiden und Herausforderungen eines alleinerziehenden Vaters von der Serie ganz gut eingefangen wurden. Und vor allem haben die auch am Set eine ganz coole Beziehung gehabt. Das ist, Jeremy Jackson hat mal erzählt, sie waren für eine Szene, sind sie mit einem Schlauchboot rausgefahren. Er war damals 10 oder 11 Jahre alt und weil er das so cool fand, hat er zum Angeben ein bisschen mit einem Taschenmesser rumgespielt, das in die Luft geworfen und sowas. Und just passiert, das Ding fällt runter und macht ein Loch ins Schlauchboot. Er hat sofort das versteckt, aber dann hat er ein schlechtes Gewissen gehabt und dann fing das Boot tatsächlich an zu sinken langsam. Jetzt hat er Hasselhoff so gesteckt und David, sorry, das war ich habe ein Loch gemacht. Und Hasselhoff aber ganz cool stellt seinen Fuß auf das Loch drauf, damit das keiner sieht. Dann sind sie tatsächlich mit dem Schlauchboot untergegangen, sie mussten ja selber gerettet werden, sie haben eine Kamera dabei verloren und das ganze Tonequipment, das ist einfach abgesoffen. Aber Hasselhoff hat seinen Seriensohn nie verraten, er hat auch als gefragt, was ist denn da passiert, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Er hat diese Story für sich behalten, das war erst Jackson selber in einem Interview Jahre später, als er das zugegeben hat. Es ist aber auch interessant, cool zu wissen, okay, Hasselhoff, auch da die gute Seele irgendwie am Set. Es gibt noch jemanden, der auch in sehr vielen Folgen zu sehen ist, nämlich einen gewissen Michael Newman. Der hatte aber auch den Hintergrund, dass das nämlich ein tatsächlicher Rettungsschwimmer eben auch war, der dann auch quasi die Leute noch beraten hat. Und dann aber kam er dann auch ab, ich glaube, Staffel 3 oder 4 dann auch mit so einem eigenen, im Vorspann war er dann genannt und so weiter. Und der wurde dann dadurch auch zum Star. Und er hat dann auch vor ein paar Jahren das Geheimnis gelüftet, dass immer, wenn man wohl Hasselhoff laufen sehen würde oder seine Beine da im Bild sehen würde, dass das eben nicht Hasselhoffs Beine sind, sondern seine, weil er wohl anscheinend Hühnerbeine Hasselhoff habe. Und es ist mir danach auch erst aufgefallen, er hält auch manchmal die Boje, wenn er dann damit läuft, in der Serie relativ komisch, dass du wirklich nicht unten drunter sehen kannst. Wenn man ihn dann, wie gesagt, laufen sieht, auch selbst da sieht man also die Beine von Newmy anscheinend. Und deswegen auch eine sehr, sehr lustige Information, die ich eigentlich fand. Cool. Ich muss natürlich, Newmy hat auch eine große Fanbase. Das ist, als ich so mal geguckt habe auf YouTube, was es da gibt, was man auch an Openings von der Serie anschauen kann, das sind sehr, sehr viele Kommentare, die Newmy als den eigentlichen Star fast bezeichnet oder als die gute Seele des Teams. Das fand ich auch sehr interessant. Das ist auf jeden Fall auch eine tolle Karriere. Ich war gespannt, ob ihr ihn zur Sprache bringt unter den Hauptdarstellern oder als Nebencharakter, weil genau diese Verwandlung durchläuft er ja eigentlich. Also er ist ja eigentlich zu der Serie gekommen als so, naja, gut, komm, dann haben wir jetzt noch einen dabei, der sich auskennt und den stellen wir dann im Zweifel auch mal irgendwo in den Hintergrund. Dann hat er irgendwann so erste Sprechrollen bekommen. Dann irgendwann ist er im Vorspann genannt worden und ich glaube, ab Staffel 7 war er ja dann wirklich auch als Main Character bezeichnet. Ne? Ja, er war ursprünglich ja so ein technischer Berater, der darauf gucken, dass die Rettungsszenen und alle Aktionen, die sie als Rettungsschwimmer machen, tatsächlich auch authentisch sind und echt wirken. Weil das war etwas, was, klar, das ist alles eine fiktionale Story, aber es war den Produzenten schon wichtig, dass das echt wirkt und sehr praktikabel, was die da machen. Es ist ja auch die Schwimmanzüge, die Frauen getragen haben, klar, die waren natürlich extrem figurbetont. Sie sollten aber auch sehr funktionabel sein. Also das sollte nicht nur gut aussehen, die mussten auch im Wasser, ich sag mal, funktionieren und durften die Schauspielerinnen nicht behindern. Ja, was ich ganz interessant fand, bei Pamela Anderson noch, dass sie eigentlich Wasser gehasst haben soll. Also richtig gehasst, so fast schon eine Phobie davon hatte. Okay, aber man muss natürlich auch sagen, Pamela Anderson oder die Rolle, die sie ja dann an ihm einnimmt, eben auch als die Schönheit, wenn man so will, von Dienst, das ist ja dann so gesehen, die Rolle hat sie ja übernommen von einer anderen Schauspielerin, in Anführungszeichen, nämlich einer gewissen Erika Eleniak. Und die hat also in den ersten 2 Staffeln eben so das Aushängeschild gespielt. Ja, also sie hat die Rolle nicht übernommen. Also Eleniak hat schon eine eigene Figur gespielt, aber Andersons Figur C.J. Parker hat halt die
Funktion in der Handlung, in der Serie von Eleniacs Figur dann weiter erfüllt. Derselbe Typ. Ne? Genau. Ja. Genau so. Man kann auch sagen, bei den beiden, ich wollte jetzt nicht sagen, dass sie genau in diese Rolle auch mit Namen und so geschlüpft ist, sondern eher, klar, das war dann der nächste große weibliche Hauptdarsteller, weil das nämlich auch so war, Erika Eleniak, natürlich sind wir für solche Recherchen dann immer dankbar, erster Playboy-Auftritt im Sommer 1989, da lief Baywatch schon im Fernsehen und wenige Monate danach hatte dann Pamela Anderson wiederum ihren ersten Auftritt als Playboy-Dame dann quasi abgelegt, ihr erstes Fotoshooting. Sie ging dann aber zuerst zu Home Improvement, zu Hör mal, wer da hämmert, und hat da ein paar Jahre gearbeitet, genau, als Assistentin von Tim Allen. Und dann wurde sie aber für Baywatch gecastet. Und aber Erika Eleniak deswegen noch, weil sie ja auch, wie gesagt, bei den Deutschen auch ganz gut ankam. Sie kennt man auch heute noch. Und ich habe gelesen, sie war, glaube ich, vor ein paar Jahren noch bei Germany's Next Topmodel zu Gast. Da gab es nämlich ein Baywatch-Shooting und sie hat quasi am Ende mit diese ganzen Bilder, die Heidi Klum dann an die Gewinnerin verteilt. Da hat Erika Eleniak also auch mitgemacht im deutschen Fernsehen. Und da muss ich wirklich nochmal sagen, also ich hatte jetzt vor einiger Zeit, gar nicht in Vorbereitung jetzt auf den Podcast, sondern irgendwann ist bei Amazon sind die Folgen erschienen. Da habe ich gedacht, ach Mensch, gucke ich mir doch mal ein paar Folgen an und hatte dann da im Prinzip irgendwie einfach mal die erste Staffel angeschaut. Und da hast du dich auf die alte Titelmusik gefreut und sie kam nicht. Ja, auf Amazon sind die, auf die werden wir sicher noch reden, die HD Remaster, die, wie es so oft ist bei so alten Serien, es gibt große Lizenzprobleme mit der Musik, weshalb die ausgetauscht wurde und es sogar in einigen Folgen, in denen gewisse Songs laufen, in denen auch gesungen wird, diese Songs geschnitten wurden, sodass die Folgen um 10 Minuten kürzer sind. Das war der erste Ausstrahl. Also das außerdem, ist, glaube ich, ein echter Streitpunkt, diese Remastered Edition. Lass uns da später nochmal genauer drüber sprechen. Ich wollte jetzt nochmal kurz auf Erika Eleniak, Shawnee heißt sie ja in der Serie, zu sprechen kommen. Und Eddie, gespielt von Billy Warlock, weil das war so beim Ansehen dieser ersten Folgen, hatte ich wirklich so ein bisschen dieses Gefühl von OC California. Also natürlich gab es da auch schon diese hanebüchenen Geschichten, dass also irgendwelche Verbrecher dann eine Folge lang da irgendwie ihr Handwerk treiben und Mitch dann hinterher ist. Aber man hat halt auch in den ersten beiden Staffeln sehr stark diese Beziehung zwischen den Figuren. Und Eddie hat ja so eine Vergangenheit als so eine Art Problemjugendlicher, muss sich dann da in dem Team beweisen. Shawnee ist, glaube ich, auch noch relativ neu im Team, immer so ein bisschen naiv. Und die beiden werden ja dann ein Liebespaar, das streckt sich so über die ersten beiden Staffeln. Anfang der dritten Staffel, kurz vor ihrem Ausstieg, wird dann geheiratet und sie waren aber auch offscreen ein Liebespaar. Also das kam gleich doppelt. Und dann hat er auch schon gesagt, bei Mitch war es immer das mit seinem Sohn und gleichzeitig seine Rolle als Führungskraft und ich will ja eigentlich nicht so ein Bürotiger sein. Also da waren schon diese Storylines, die so über die Staffel gehen, die waren da durchaus interessant. Da hatte ich das Gefühl, das ist später nicht mehr so stark gemacht worden. Also man hat sich schon bemüht, solche Charaktererzählbögen einfach zu schaffen, das stimmt. Und man kann ja auch sagen, dass man dann in diesen Abfolge oder Staffel 2 man ein bisschen auch versucht hat, leichtere Geschichten zu erzählen, weil, wie gesagt, diese Beispiele, wenn du dir die ersten Folgen wirklich anschaust, da gibt's ja auch wirklich so richtig relativ dramatische Szenen, wo du einfach das Gefühl hast, hier wird auch so ein bisschen mehr auf Action und so weiter gesetzt. Es gab noch eine Figur in der ersten Staffel, das war Greg Pomeroy, gespielt von Parker Stevenson. Das war in der Serie jemand, der eigentlich nur Rettungsschwimmer nebenberuflich war, hauptberuflich als Anwalt gearbeitet hatte. Und dann wurde der aber zur zweiten Staffel wieder irgendwie rausgeschrieben oder der Schauspieler hat aufgehört, kam aber dann wieder zur 8. und 9. Staffel, da war er dann plötzlich wieder mit drin, aber fand dann eine komplett andere Serie natürlich vor, als zu der Zeit, als er dann irgendwie angefangen hatte. War auch dann nie wieder so eine Art Hauptdarsteller, was ich noch einmal gelesen habe. Interessanterweise war dann, dass eben der Schauspieler Parker Stevenson auch deswegen zurückkam oder zurückgeholt wurde, weil er bei einigen Folgen dann auch später Regie geführt hatte. Das ist dann vielleicht auch nochmal ein Grund gewesen zu sagen, hey, ich komme nochmal zurück und nehme diese Rolle von damals, die ich eigentlich schon abgelegt habe, nochmal auf. Ja, diese seichtere Richtung, die Baywatch angenommen hat, die hat wohl tatsächlich Hasselhoff selber rangetrieben, weil er der Meinung war, dass in den frühen Staffeln es dann zu düster zuging,
wie bei der Satz von ihm, den ich mal gesehen habe in einer Doku über sein Leben, gemeint hat, bei uns sind 7 Leute in den ersten 4 Folgen gestorben, das ist es zu viel, das muss familienfreundlicher sein. Was ich interessant fand, weil später hatte er ja dann Angst, dass er auf dieses, ich sag mal, seichte Fernsehen hingetrimmt wird und deswegen nie als ernster Schauspieler wahrgenommen werden kann. Er hat ja eigentlich auch mal geträumt von einer großen Broadway-Karriere, so ein richtiges Dramaschauspiel, und hat dann versucht, mit dem Spin-off Baywatch Nights wieder eine düstere Variante zu erschaffen, in der ja Mitch Buchanan als Privatdetektiv auftritt. Dann eben spielt bei Nacht, es ist daher schon düster und hat sich halt Kriminalfällen gewidmet. Was ich auch nochmal interessant finde, weil du eben sagtest, man hat darauf Wert gelegt, auch irgendwo eine Familiensendung zu sein. Und man hat anfangs ja auch noch ein bisschen, also klar, Körperkult, makellose Körper, das gab es von Anfang an, gar kein Zweifel. Aber so ein bisschen diese Distanz zu so Playboy hat man schon ein bisschen anfangs versucht zu wahren. Da gab es wohl auch bei Erika Eleniak erstmal Ärger, als dann irgendwie rauskam. Die hat sich da verpflichten lassen. Und bei Pam Anderson hat man zumindest wohl auch mal einen Moment drüber nachgedacht. Allerdings haben dann eben die Vorzüge von Pamela Anderson überwogen, dass man gesagt hat, naja, passt schon. Aber das hat man ja auch dann, also spätestens so Staffel 8, wo dann kam Elektra irgendwie auftaucht, die ja etabliert war als Playmate. Das hat man dann irgendwann auch abgelegt und hat sich so ein bisschen diesem Image auch dann einfach ergeben, was sich so über die Jahre aufgebaut hat. Ne? Ja, ich muss auch sagen, dass ich da sehr großen Respekt vor den Frauen habe, wie die damit umgehen, weil es gab immer wieder Momente, sogar bei einem, wann war das, ich glaube 2009, 2010 ein Reunion-Interview geführt wurde mit dem ganzen Cast, wo tatsächlich auch an die Frauen so ein bisschen herablassend diese Frage kam, ja, und sie waren ja auf dem Playboy und die alle mit so einer, ja, so-what-Einstellung reagieren und das einfach dazu stehen und sich da nicht runterziehen lassen. Das finde ich schon beeindruckend. Es gibt ja da auch immer noch diesen Fall, der auch oft immer geschildert wird, wenn es um das Thema Körperkult geht. Die Nicole Eggert, die hat Summer Quinn gespielt. Oh ja. Der Rollentyp war ja auch so ein ganz kleines Küken. Die war da ganz neu in diesem Rettungsschwimmer-Team und musste sich da so ein bisschen das Selbstbewusstsein erarbeiten. Und ist ungefähr eingestiegen auch zur selben Zeit wie Pamela Anderson. Ja, und plötzlich hatte sie große Brüste, die waren vorher aber so noch nicht da. Und das hat natürlich gleich eine Diskussion entfacht, auch was war da los? Haben die Produzenten da wohl irgendwie gesagt, Mensch, mach doch mal. Das war, ja, das hieß es lange, lange, aber so war es wohl tatsächlich nicht. Also sie war wohl einfach wirklich, hat sich so zurückgesetzt gefühlt gegenüber Pamela Anderson, dass sie sich die Brust von sich aus vergrößern hat lassen. Ich habe auch gelesen, dass das bei der Show ein großes Problem verursacht hat, weil sie diese OP hatte während einer Drehpause für ein und dieselbe Folge. Also die haben eine Folge angefangen, dann war 2 Wochen Pause und in der Zeit hat sie sich operieren lassen. Und als sie zurückkam, hat natürlich ihr Körper nicht mehr von der Continuity zu dem gepasst, was sie schon gedreht hatten. Deswegen mussten sie in der Folge immer darauf achten, dass irgendwas ihren Oberkörper verdeckt oder so verschleiert ein bisschen, dass man nicht genau sieht, dass ihre Brust jetzt größer ist als vorher. Das ist aber auch so, dass Nicole Eggert da auch ein trauriges Beispiel natürlich auch ist, wie das, was eben auch viele andere Frauen, die mitgespielt haben, nach ihrem Ausstieg bei Baywatch auch eigentlich widerfahren ist. Nämlich, dass es mit der Karriere dann nicht mehr so rosig bestellt war. Also bei Eggert war das sogar zum Beispiel so, ich glaube, sie hatte später noch Gewichtsprobleme und dann ist sie irgendwie nur noch so in so Sendungen wie aufgetreten wie Let's Dance oder sowas, so hat so Reality-Geschichten gemacht. Yeah. Das ging ja leider sehr vielen so. Also im Vergleich natürlich zu einigen männlichen Darstellern, die ja durchaus auch danach noch Erfolge hatten. Ich sag nur den Namen Jason Momoa als Beispiel. Ja, der Aquaman, der sich an Baywatch Hawaii seine Schwimmflügel verdient hat, möchte ich fast sagen. Genau, also Männer gingen anscheinend durch Baywatch irgendwie problemloser am Ende dann als eben so manche Frauen so als Beispiel. Deswegen ist das auch nochmal sehr traurig eigentlich, ne?
Weil du jetzt Gewichtprobleme gesagt hast, die Serie ist ja für dieses Körperbild auch bekannt, dass man diese, ich sag mal, makellosen Hauptfiguren ja auch immer Nebencharakteren gegenübergestellt hat, die ja irgendwie makelbehaftet waren, das ist es zumindest dargestellt haben, die irgendeine, ich sag mal, Behinderung zum Beispiel hatten, und wenn sowas ist, ach, die sind Asthmatiker, die übergewichtig waren und sowas. Und also das war nicht, dass man hat sich über diese Leute nicht lustig gemacht, das hat immer die, quasi der makellose Hasselhoff hat sich für die eingesetzt und versucht, deren Selbstbewusstsein zu pushen, was aber, finde ich, durchaus eine zwiespältige Botschaft hat, weil auf der einen Seite kann man das natürlich positiv sehen und sagen, okay, selbst wenn ihr nicht seid wie Hasselhoff, Anderson, Egert und wie sie alle heißen, ihr seid trotzdem genauso wichtig wie wir, ihr seid, habt auch euren Wert. Auf der anderen Seite kann man es auch so deuten, dass man sagt, okay, wenn man nicht aussieht wie David Hasselhoff und Pamela Anderson, dann ist man eigentlich nichts wert, dann gehört man unter einen Stein, soll sich da verkriechen und kann nur höchstens hoffen, dass sich ein David Hasselhoff dazu herablässt, einen dann hochzuheben, weil von sich aus kann man nichts erwarten. Es ist etwas, wo heute noch, ja, kontrovers drüber diskutiert werden kann, wie wollte die Serie seine Botschaft auslegen? Ich denke mir, versuche immer so ein bisschen das positiv zu sehen, weil der Hasselhoff sich auch privat sehr viel für Menschen eingesetzt haben, die, wie er sagt, denen schlechter geht als ihm, eine Behinderung haben. Er hat sehr viel für Wohltätigkeit gespendet. Ich glaube, dass sie da durchaus gute Absichten Ja, hatten. also einen Body Positivity Preis werden sie wohl nicht mehr bekommen, Nee, das sicher nicht, aber ich glaube nicht, dass was Böses dahinter stand. also es gab ja noch, um vielleicht noch eine Schauspielerin zu nennen, die so ein bisschen einen anderen Rollentypus nochmal hatte, ist Alexandra Paul. Spielt das Stephanie Holden, war ja auch insofern eine wichtige Rolle, weil es da über viele Staffeln hinweg immer das Love Interest zwischen Mitch und ihr gab und sie zumindest sehr sportlich, sehr groß war, eher athletisch, kurze Haare. Also es war auch zweifellos eine sehr schöne, makellose Frau, aber zumindest mal ein bisschen anderer Frauentyp, der dann da auch vorkam. Hatte sie nicht sogar den Titel? War sie da Genau, Lieutenant sie war Stephanie Holden? Lieutenant Lieutenant auch, Holden? ja. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also bei so vielen schönen jungen Leuten bleibt natürlich nicht aus, dass die Yellow Press sich damit auch beschäftigt. Die Beziehung von Eleniak und Billy Warlock habe ich schon erwähnt, will da jetzt auch nicht die ganzen Gerüchte der letzten 30 Jahre aufwärmen. Allerdings gibt es noch eine sehr schöne Aussage von Gina Lee Nolan, die hat Neely gespielt in Staffel 6 bis 8. Und die will ich euch nicht vorenthalten. Da ging es eben darum, dass, wenn so viele Menschen da aufeinandertreffen, ja auch ja, mal nach Drehschluss vielleicht die einen oder anderen Leute zusammenkommen. Und sie hat den schönen Satz gesagt, dass sie sehr schnell gelernt hat: If the trailer is a rockin', don't come a knockin'. Also so viel wie, wenn's im Anhänger rappelt, klopf lieber nicht an die Tür. Und Pamela Anderson hat ja auch noch mal irgendwann in einem Interview gesagt, so da wäre ja so ganz viel gelaufen und sie hätte da irgendwie, da wäre zwischen den Anhängern dahinter, davor ständig hätten die Darsteller miteinander Sex gehabt. Wobei ich auch glaube, das ist ein bisschen Legendenbildung. Man spielt jetzt halt dann vielleicht auch so ein bisschen Naja, mit. also es ist, Baywatch ist natürlich einfach thematisch bedingt prädestiniert auch für sowas. Es gibt allerdings an jedem Filmset in den USA diesen schönen Satz: What happens on location stays on location. Also was beim Drehort passiert, das bleibt am Drehort. Das ist anscheinend gar nicht so unüblich, dass es zwischen Schauspielern oder auch Teammitgliedern da mal ja etwas intimer wird und man weiß es, man redet da nicht drüber. Ja, dann halten wir uns doch jetzt auch daran. Ja, was ich spannender fand, weil ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du eine andere Story erzählst im Thema Beziehungen, weil, das hatte ich noch gelesen, Pamela Anderson hat ja während der Produktion der Serie den Schlagzeuger Tommy Lee geheiratet, der auch mal mit ans Set durfte, aber dann tatsächlich von der Security entfernt werden musste, weil er bei Aufnahmen, in denen es auch nur ein bisschen erotischer oder näher
auch Körperkontakt gehabt zwischen Pamela Anderson und einem anderen Star, solche Tobsuchtsanfälle bekommen hat. Und Höhepunkt war dann, dass er angefangen hat, wirklich das Set zu demolieren, da auf Möbel einzudreschen. Und da haben sie ihn dann mit der Security runter vom Set und dann wurde auch ein Verbot ausgesprochen. Also Pamela, klar, dich brauchen wir hier, aber lass deinen Ehemann zu Hause. Ja, immer, immer diese Rockmusiker. Ja, sowieso. Also, ich stelle fest, leichter Überhang in der Besprechung von Darstellerinnen. Man sehe uns das nach, aber wir haben ja auch gesagt, alle Darsteller... Ja, wir können natürlich, um das vielleicht auch ein bisschen auszugleichen, jeder von uns hat die größte Hochachtung vor David Hasselhoffs berühmtem Brusthaar natürlich. Also, nur um das mal auch noch klargestellt zu haben. Absolut. Dann würde ich sagen, schließe ich hier sozusagen mal die Rubrik, gebe dem Basti an der Stelle einen Punkt für das Herausfinden von Pay-Per-Views, die im amerikanischen Fernsehen da noch liefen. Und dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Rubrik. Bevor es weitergeht, vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Markus hier hat ja auch einen YouTube-Kanal, auf dem er regelmäßig Filme ausführlich bespricht. Vielleicht schaut ihr da mal vorbei. Markus on Movies heißt er. Vielleicht hört ihr uns aber auch dort, denn da gibt es auch immer die Podcast-Folgen. Dann ist das natürlich keine neue Information für euch. Dann findet ihr uns für unterwegs auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und neu auch bei Audio Now. Anders gesagt, uns gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt auch. Und da dürft ihr uns auch gerne abonnieren. Danke auch schon mal für die Serienvorschläge. Unsere Liste wird immer länger. Ich denke, das eine oder andere war auch dabei, was wir dann sicherlich mal abarbeiten werden. Und wenn ihr ansonsten Wünsche, Fragen, Kooperationsanfragen etc. habt, zentrale Anlaufstelle ist die info@fernsehkunde.de und weitere Informationen gibt es auf www.fernsehkunde.de. Runde 3. Unvergessliche Folgen. Besondere Episoden. Ja, hier ist natürlich wieder die Frage, was macht eine Episode besonders? Doppelfolgen, ein Staffelfinale, besondere Locations. All das gibt es bei Baywatch. Gibt also auch Folgen, die zum Beispiel in Mexiko spielen, weil dann da mal Urlaub gemacht wird und natürlich, wie sollte es anders sein, irgendwas Abenteuerliches passiert. Besonderer Blick lohnt sich tatsächlich oft aber auch auf die ersten und letzten Folgen einer Staffel, denn wir hatten es ja schon erwähnt, es war ein Kommen und Gehen, was den Cast betrifft. Und Abgänge müssen natürlich begründet werden und gerade Abgänge kann man natürlich gut nutzen, um dann mal etwas dramatische Ereignisse, dramatische Episoden stattfinden zu lassen. So ist der Serienausstieg von Sean Weatherly alias Jill. Nur so, da findet also der berühmt-berüchtigte Hai-Angriff statt und der Hai hat auch einen guten Appetit und ist das quasi das Ende der Rolle Jill, was wiederum Shawnee dann in eine längere Krise stürzt und noch über die nächsten Folgen Thema ist. Schönerer Anlass ist dann also auch die erwähnte Serienhochzeit von Shawnee und Eddie, die gibt es in der Staffel 3 in der Doppelfolge River of No Return, gleichzeitig die erste Folge mit CJ Parker, also Pamela Anderson, fliegender Wechsel und Stephanie Holden wiederum ereilt dann wieder so ein tragisches Schicksal in Staffel 7, da gibt es eine Rettungsaktion, wo sie einen Teenager rettet und ihr fällt dann ein Schiffsmast auf den Kopf. Und interessanterweise hatte aber Alexandra Paul trotzdem nochmal zwei Gastauftritte. Einmal in Baywatch Nights und einmal in dem TV-Abschlussfilm Hochzeit auf Hawaii. Da erschien sie dann jeweils als Geist. Naja, beziehungsweise Geist war es nicht, sondern bei der Hochzeit auf Hawaii. Ich habe mir das nämlich just noch besorgt, so dieses Special, was übrigens ganz schwierig ist, sich das irgendwo gestreamt anzuschauen. Da war es eigentlich so, da ist jemand, der eben aussieht wie Stephanie Holden und in diesen jemand verliebt sich dann auch Mitch Buchanan. Aber es stellt sich dann heraus, dass eben dieser jemand eigentlich es darauf abgesehen hatte, ihn ja umzubringen mit jemand anderem, einen alten Weggefährten von dieser Person, weil eben sie beide Rache an Mitch
ausüben wollten. Und deswegen ist quasi die Stephanie Holden oder die Stephanie Lookalike, die wir da sehen, in der letzten Folge ist eigentlich nur ein Klon, wenn du so willst, gewesen oder ein Gesichtsoperationen so ja erstellter Mensch. Da können wir ja auch die Verbindung machen zu Knight Rider, denn Michael Knight in Knight Rider hatte ja ursprünglich auch ein anderes Gesicht und sah ja erst nach einer OP so aus, wie eben dann David Hasselhoff. Ja, weil du jetzt sagst, David Hasselhoff mit dem Hochzeit auf Hawaii-Film. Es ist ja streng genommen auch so eine Frage, wie canon ist der wirklich? Denn Mitch Buchanan heiratet auf Hawaii, dabei ist er doch in der 10. Staffel sehr, sehr exklusiv aus der Serie ausgeschieden, wenn ich mich da noch richtig erinnere. Doch eine große Explosion unter Taucher. Man hat dann nur noch einen Teil seiner Taucherausrüstung, wo sein Name noch draufsteht, gefunden. Es ist offen gelassen worden. Lebt er nicht, nachdem er in der 11. Staffel aber dann nicht mehr zu sehen war. Ist man davon ausgegangen, er ist tot. Aber sie haben es in Staffel 11 nicht mehr erwähnt, diese Situation. Und es war, glaube ich, so, ich habe mir das auch nochmal jetzt angeguckt, wie da dessen Ausstieg dann irgendwie dann so erzählt worden ist. Er war irgendwie gefesselt und wollte irgendwie Verbrecher irgendwie schnappen. Da war eine Tauchsituation und da ist eine Bombe hochgegangen und dann sagte man eben, er wäre dann mit da unten runter getaucht gewesen. Allerdings waren da auch noch zwei andere Leute und da hätte sich also leicht jemand von denen auch dieses Tauchding von Mitch Buchanan schnappen können und das dann mitgenommen, sodass man, also man findet am Ende nur noch den Tauchsack, wo draufsteht Mitch Buchanan, aber ob er ihn wirklich dabei hatte, das wird irgendwie nicht so richtig gezeigt. Also deswegen auch da wiederum, ja, das Mysterium, lebt er nicht, das hat man, glaube ich, ganz geschickt gelöst, um ihm dann nochmal ein Hintertürchen aufzumachen. Ja, ich glaube, das musste man auch lösen, weil Hasselhoff wollte einfach damals raus aus der Serie, um eben eine ernstere Rolle auch am Theater und am Broadway zu verfolgen. Was ihm auch gelungen ist, also kann ich an der Stelle nur empfehlen, mal auf YouTube zu schauen, David Hasselhoff, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, das ist ein Musical, in dem er die Titelfigur spielt und singt und da unter anderem ein ganz, ganz eindrucksvolles Lied hat, in dem Dr. Jekyll und Mr. Hyde miteinander, ja, reden, sich ein bisschen musikalisch bekämpfen, anfeinden, muss man schon sagen, und das ist nicht nur von seiner Stimme her gesanglich sehr, sehr eindrucksvoll anzuschauen. Also so komisch der Ausstieg aus Baywatch war, es hat sich für Musical-Fans sehr, sehr gelohnt. Ja, und mit dem Realismus hat man es ja auch nun nicht so ernst genommen. Also wie auch immer seine Rolle Mitch da irgendwie überlebt hat. Aber ich hatte auch hier, als ich darüber nachgedacht habe, besondere Episoden, was kann man noch so erwähnen? Und ich habe große Lust verspürt, doch einfach mal exemplarisch eine unbesondere Folge zu erwähnen, weil ich habe dann halt auch so ein bisschen mitzukriegen, wie hat sich die Serie verändert über die Staffeln, dann auch mir hier und da mal so eine Folge rausgepickt und bin dann irgendwie zufällig Staffel 3, ein teuflischer Plan, gelandet in der Folge. Und wenn man da mal so drei Zeilen notiert, was der Inhalt dieser Folge ist, ne, dann das ist natürlich schon ein bisschen was, wo die Serie auch krankt, dass es dann teilweise schon sehr abstrus wird. Also in ein teuflischer Plan soll es ein Attentat auf ein Konzert geben, das am Pier stattfindet. Und für so einen Attentäter, ja, ist ja völlig logisch, nichts einfacher als mittels eines mit Dynamit beladenen Bootes das doch zu bewerkstelligen. So, damit hast du dann erstmal eine Handlung, die dann wieder irgendwie auf hoher See stattfindet und dann kommt dann halt irgendwie CJ dazu und dann ist die bewusstlos und dann wird die mit auf das Boot gebracht und das Boot fährt dann führerlos auf diesen Pier zu und so ein Unfug halt irgendwie und drei Folgen später, die Folge heißt dann Außerirdische unter uns, da gibt es dann irgendwie eine Gruppe von Alien-Fanatikern am Strand und ich dachte mir, bitte, ihr werdet jetzt aber nicht noch so eine Szene gemacht haben, wo man irgendwie noch so ein unerklärliches Phänomen sieht, aber Mitch hat dann natürlich noch so einen Moment, wo irgendwie plötzlich eine Person im Blitz verschwindet und da dachte ich mir so, Leute, ne? Ja, also Akte X ist damals losgegangen, das wollte man sich nicht aufspringen. Ich habe lustigerweise, wenn es um besondere Folgen ging, den ähnlichen Ansatz verfolgt wie du. Ich habe mich erst mal hingehockt, bevor ich irgendwas geguckt habe, gemeint, okay, von der Kabel-1-Zeit, woran erinnere ich mich? Was für Bilder kommen mir? Und da sind mir zwei Folgen hochgekommen. Eine habe ich auch wiederentdeckt, das war aus der 8. Staffel. Sie heißt im Original Il Niño, also Il
wie der englische Wort für Aal. Und da geht es darum, dass tatsächlich vor Jahren ein Zitteraal entkommen ist, aus einem Aquarium in der Kanalisation gelebt hat, da auf 6 Meter Länge angewachsen ist, dann aber ins Meer entkommen ist. Und Hobby und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Mädel hieß, in einer Höhle quasi stellt und angreift und Mitch muss die retten, hat dann auch einen ganz tollen Kampf mit diesem Riesenaal. Und ich fand die Folge ziemlich toll, weil natürlich der Aal ist sehr, sehr fake, aber sie geben sich sehr viel Mühe, den zu inszenieren mit vielen sehr dramatischen Close-Ups, dann auch Soundeffekten. Und es hat so ein bisschen was, so einen leichten Der weiße Hai-Vibe. Ich fand das so auf ganz trashige Art sehr, sehr unterhaltsam, auch wie Hasselhoff sich dann mit der Aal-Attrappe abmüht, um den Kampf dramatisch zu machen. Und lustigerweise, es war wohl auch am Set laut Jeremy Clarkson eine sehr, sehr lustige Folge, weil in Szenen, in denen nur Reaktionen von ihm gefilmt wurden, wo er dramatisch gucken soll auf Hasselhoffs Kampf mit dem Aal, war Hasselhoff hinter der Kamera und hat mit dem Aal aber allerlei Blödsinn gemacht. Also hat ihm einfach auch nur so abgebusselt oder sowas oder dass ich da mal theatralisch irgendwie so einen Schal angelegt, was halt möglich war mit dem Ding. Und es war für Jackson sehr, sehr schwierig, da ernst seine Rolle zu spielen. Wenn du gerade den Aal erwähnst, ich hatte hier mir noch einen Kommentar von Kelly Slater als Jimmy Slate im GQ-Interview notiert. Der hatte nämlich als Profi-Surfer wurde er angeheuert und war dann in der Serie einige Zeit lang. Und der hat so ein bisschen abfällig hinterher mal erzählt über den Plot. Ja, also ne, die Story so, da ist ein Oktopus, der Surfboards stiehlt, in einer Grotte versteckt. Und ich muss den dann in der nächsten Folge bekämpfen. Wer schreibt denn so einen Scheiß? Ich weiß gar nicht, ob es diese Folge wirklich gegeben hat. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber El Niño, an den kann ich mich gut erinnern, weil ich ihn damals einfach schon super fand. Das hat mich sehr amüsiert. Die zweite Folge, die mir in Erinnerung geblieben ist, da weiß ich gar nicht mehr, in welcher Staffel die war, aber da wird Mitch zu einem Fernsehstar, weil es zufällig gefilmt wird, wie er jemanden rettet. Und dann gibt's ein großes Interview und sie wollen auch am Strand zum Finale dann ganz große Live-Interview mit ihm machen, mit einer berühmten TV-Reporterin, die ihn dann ins Studio quasi zuschaltet. Und die ist mir in Erinnerung geblieben, weil es einen kurzen Moment gibt, als die Maskenbildnerin Mitch gerade fertig macht für die Kamera und meint so, naja, also die Haare auf der Brust, die sind schon ein Problem. Und er aber sagt, lass mich in Ruhe, das passt schon. Ja, und nein, doch, das mit den Haaren, das geht nicht. Und dann schlägt die Dame doch tatsächlich das Undenkbare vor. Sie meint, naja, wir könnten ja ihre Brust einfach schnell rasieren. Und natürlich Mitch, David Hasselhoff, tickt fast aus. Also das kann ja nicht sein, dass The Hoff sein ganzer Stolz abrasiert werden soll. Eine sehr, sehr wichtige Folge, die ich mir auch notiert habe, aber aus anderen Gründen. Das war nämlich in Staffel 7, Folge 14, die Folge Mitch in der Talkshow. Du hast es richtig erzählt. Er war geladen worden in der Talkshow, weil er die Talkshow-Moderatorin eben gerettet hat. Und er begegnet dort in dieser Talkshow lustigerweise einem Prominenten, nämlich Jay Leno, also dem Talkmaster, der damals noch die Tonight Show moderiert hatte. Und auch da gibt es nämlich eine ganz lustige Anekdote, die ja auch on screen noch so gemacht worden ist, dass eben bevor es irgendwie zu einem Händeschütteln kommt zwischen Mitch und Jay Leno, kommt er also raus, nascht so Kekse und murmelt dann hinterher so irgendwas. Ja, und wisst ihr was, da ist diese Serie, da wollen sie jetzt den Mann in das Auto steigen lassen und das Auto spricht. Sagt Jay Leno so, ne? Und deswegen hat man also da quasi versteckt natürlich den Hinweis auf Knight Rider untergebracht. Deswegen ist diese Serie oder diese Folge dann auch bei mir nochmal aufgeploppt. Ja, ich fand vor allem auch das Finale der Folge sehr witzig, weil es ja dann doch wieder zu einem Unfall kommt und Mitch muss hoch zu retten und das wird live übertragen. Und Mitch wird aber zum Opfer hin im Rennen zum Opfer quasi geschlagen von einem Hund und dann finden alle den Hund so toll und der Hund wird der neue TV-Star. Der Hund auch lustigerweise spielt diese Folge just nachdem eben Stephanie Holden gestorben ist in der Serie und dann wird dann irgendwie suggeriert, dass dieser Hund rettet also quasi Leben und reagiert auch irgendwie so wie Stephanie. Also muss dieser Hund eine Reinkarnation wohl sein oder sowas. Sehr lustig. Ja, da haben wir wieder das übernatürliche Thema, das so ein bisschen reingeschrieben wurde.
Ansonsten fand ich noch eine Folge auch sehr, sehr lustig, die ein bisschen anders war als die anderen Folgen. Da gehen wir noch weiter zurück, und zwar in die zweite Staffel. Da gibt es die Folge Die Schiffbrüchigen oder Now Sit Right Back and Hear a Tale. Und zwar ist diese Folge, wir hatten bei Alf mal eine Situation gehabt, wir haben sie angesprochen, Alf träumt davon, auf Gilligans Insel zu sein. Und Diese Serie muss ja anscheinend wirklich in der Kultur der Menschen in den USA so tief verankert sein, Gilligans Insel, dass es eben auch bei Baywatch eine Gilligans Insel-Folge gibt. Und wieder wie bei Alf treten eben ehemalige Darsteller eben aus dieser Urserie da wieder auf, im Hier und Jetzt. Ganz wilde Situation, dass Eddie irgendwie träumt, irgendwie davon, irgendwie die zu retten, und dann gehen sie zurück, aber dann verwandeln sich alle anderen Darsteller drumherum eben auch in diese Gilligans Insel-Charaktere, und dann werden sie wieder schiffbrüchig und so weiter. Auch das ist wieder auch eine schöne Folge gewesen, wo es wieder darum geht zwischen Eddie und Shawnee. Ne, die zanken sich dann wieder und wollen sich gegenseitig eifersüchtig machen. Und am Ende, wie gesagt, kriegen sie sich ja dann irgendwie doch. Aber ich fand das halt eben eine schöne Situation, wie gesagt, auch hier wieder, wenn man mal eine andere Baywatch-Folge sehen wird. Ich glaube aber, dass das weniger ein Tribut an Gilligans Insel an sich war, sondern mehr damit zu tun hatte, dass Douglas Schwartz der Neffe von Sherwood Schwartz war, der Gilligans Insel produziert hat in den 60ern. Ich glaube, das war so Douglas Schwartz so an eine der Kultserie, die sein Onkel aus der Taufe gehoben hat, nochmal ein Tribut reinzuhauen mit einer eigenen Kultserie. Also ich glaube, ich ziehe ich mal hier den Joker und gebe euch beide einen Punkt. Ihr habt ja sogar teilweise dieselben Folgen notiert aus 242, und damit steht es jetzt hier auf meinem Bierdeckelchen 2-2, und wir machen mal weiter mit der nächsten Rubrik. Runde 4. Wer sonst noch zu sehen war? Nebencharaktere und Gaststars, den Michael Newman am Anfang, Nebencharakter, dann Hauptdarsteller, den haben wir ja eben schon besprochen, hatten aber auch schon die Qual der Wahl bei den Hauptdarstellern. Wie soll das jetzt bei dieser doch 11 Staffeln langen Serie denn jetzt bei den Nebencharakteren noch werden? Also es gibt natürlich auch so Figuren, die dann immer mal für eine Folge wiederkommen, zum Beispiel der John L. Nelson, der den John D. Court spielt. Das ist so ein Abenteuertyp, der hilft dann manchmal bei Mitch aus, und meistens bringt er irgendwelche Probleme mit. Aber wenn wir das, glaube ich, alles durchgehen, dann brechen wir hier jegliche Zeit. Was man nochmal ganz gut beleuchten kann, ist, welche Gaststars gab es denn so mal, die einen Gastauftritt hatten. Ich kann hier mal in den Ring werfen, dass es durchaus ein paar interessante Kinderdarsteller gab, die jetzt, wo voll die schöne Formulierung Before They Were Stars zutrifft. Zum Beispiel Mila Kunis kann man als kleines Mädchen sehen. Ist ihr erster Fernsehauftritt überhaupt. Zwei Folgen ist sie, glaube ich, sogar dabei, 1994, 1995. Dann gibt es hier Michelle Williams von Dawson's Creek, auch 1993. Also da findet man so ein paar Kinder, die später noch zu großer Berühmtheit kamen. Wer ist euch noch aufgefallen? Also wenn du auf Richtung der Kinder gehst, da fällt mir nur ein die Folge, in der David Hasselhoffs Tochter Taylor Ann einen kurzen Auftritt hat. Die ist jetzt zwar in dem Sinne nicht groß berühmte Schauspielerin geworden, aber hat dann später, wir wissen ja, dass David Hasselhoffs Karriere und Leben Höhepunkte und aber auch krasse Tiefpunkte hatte. Sie ist so ein bisschen gerüchtig geworden mit dem Video, das sie von ihrem Vater gemacht hat, als er sturzbetrunken auf dem Boden lag, noch mit der Flasche in der Hand, und sie ihn versucht hat, mit seinem starken Alkoholismus zu konfrontieren. Das hat ja dann 2002, 2003 sehr, sehr große Wellen geschlagen. Ja, ich habe voll mitgelitten, weil, also ich meine, David Hasselhoff, Knight Rider und Co. besprechen wir vielleicht auch nochmal irgendwann. Ich hatte echt Poster in meinem Zimmer als Kind, und dann siehst du irgendwann so das Video, das hat mich echt, also wenn da so ein Star aus deiner Kindheit... Es hat mir in mehrerer Hinsicht wehgetan. Zum einen natürlich, weil es ein Berühmter ist, den man kennt, den man irgendwo auch, verehrt hat. Zum anderen aber auch, weil die Situation an sich, dass da eine kleine Tochter ihren eigenen Vater mit einem Problem, das die Familie auseinanderreißt, konfrontiert. Ich fand das herzzerreißend.
muss aber auch sagen, Hasselhoff hat die Konsequenzen gezogen. Er hat sich ein Betty Ford Center dann eingeschrieben und hat seine Alkoholkrankheit angegangen und stand heute erfolgreich bekämpft. Absolut. Er redet sogar scherzhaft drüber, dass er sagt, naja, ich hatte im Betty Ford Center den höchsten Alkoholgehalt im Blut, den die da jemals hatten. Das war ein Rekord. Also er schafft sogar, das jetzt mit Humor ein bisschen So aufzugreifen. gesehen hat seine Tochter dafür gesorgt, dass aus dem Bad Guy Ja. David wieder dann ein Good Guy unterm Strich wird. Aber einer, der dann halt eben auch in der Serie einen Gastauftritt hatte, der ein bisschen bad später wurde in einer anderen Serie, nämlich Breaking Bad, war ja ein Gastdarsteller in Staffel 1, nämlich Bryan Cranston hat mitgespielt. Das ist eine Folge gewesen, die heißt Schiffbruch. Er hat einen Partyveranstalter mit Boot gespielt und ihm sind regelmäßig die Gäste hinten vom Bord gefallen, mussten von der Baywatch-Crew gerettet werden und dann haben sie ihn dann ein paar Mal besucht, gesagt, so geht's nicht und am Ende wurde ihm dann das Handwerk gelegt und wie gesagt, danach ging es dann aber auch richtig rund mit der Karriere. Wer auch noch dabei war, habe ich mir aufgeschrieben, zum Beispiel Sofia Vergara, kennen wir aus Modern Family. Hat er ja dann Ed O'Neill dort in der Serie quasi geheiratet oder hat dessen Ehefrau gespielt? Name noch, der hier steht bei mir, Carrie Ann Moss. Kennen wir ja aus der Matrix-Trilogie. Und es waren auch sehr viele Musiker immer mal wieder zu Gast. Zum Beispiel die Beach Boys sind aufgetreten bei Baywatch. Shaggy war dabei. Little Richard. Also das sind so Namen. Im Internet kursieren noch so Gerüchte wie Gladys Knight oder Bryan Adams. Da habe ich aber nichts mehr zu gefunden, aber hätte durchaus mal sein können, dass da natürlich irgendwann mal jemand durchs Bild huscht. Wer weiß. Also wenn wir noch in die Richtung so Nebenfiguren gehen, dann finde ich, könnte man noch Richard Jekyll, also Ben Edwards in der Serie erwähnen. Jetzt einfach nur mal, um ein bisschen für die Kaiju-Fans unter unseren Zuhörern eine Lanze zu brechen. Richard Jekyll war nämlich der Reporter Perry Lawton in Ichiro Hondas Latitude Zero oder zu Deutsch U4000 Panik unter dem Ozean. Ich finde es einfach witzig, wenn man sagt, so in den 60ern war er unterm Ozean unterwegs und jetzt ist er nicht weg davon gekommen, bleibt er immer noch an der Küste. Und wenn wir es auf die Metaebene bringen möchten mit unseren Gaststars, dann sind natürlich David Hasselhoff und Pamela Anderson später in Baywatch selber zu Gaststars geworden, und zwar in dem 2017er Reboot-Film. Sie jetzt eine kurze Da Szene werden wir haben. sicherlich auch in unserer letzten Rubrik dann nochmal sprechen. Ja, genau, über den 2017er Film werden wir sicher noch reden. Und was vielleicht noch ganz witzig ist und so ein typisches, ich sag mal, Symptom seiner Zeit damals auch. Natürlich gab es von einem Wrestler einen Auftritt und natürlich war es Hulk Hogan. Wer soll es sonst gewesen sein? Das ist mir, ich weiß jetzt zwar nicht mehr, in welcher Folge er war, aber ich kann mich an den Ich habe Auftritt es mir erinnern. notiert, Staffel 6, Gesehen Episode haben. 19. Ah ja. War auch so, Hulk Hogan ist nicht nur alleine da aufgetreten, es war auch Randy Savage, der Macho Man, war auch mit am Start Ah, und sein Macho Man, damaliger ja. Manager Jimmy Hart. Und die machten irgendwie auch Werbung, die waren beide gerade zur WCW gewechselt und gibt eine WCW-Großveranstaltung Bash at the Beach. Und das passte natürlich, sowas am Strand stattfinden zu lassen. Was aber Ja, auch nochmal klar. interessant ist, ist, dass Hulk Hogan auch in einer Serie zu dem Zeitpunkt mitgespielt hat als Hauptfigur, die eben vom gleichen Produktionsteam wie eben auch Baywatch gemacht worden ist. Und zwar war das die Serie Thunder in Paradise. Da ging es um ein Ah, ja. Speedboot, was übernatürliche Fähigkeiten hatte. Also kein Auto, Stimmt. sondern ein Speedboot. Sehr kreativ, die Mannschaft, okay. Und die Serie lief aber auch nur eine Staffel und da war eben, wie gesagt, Hulk Hogan auch mit am Start. Deswegen gab es da auch Verbindungen noch Ja, so. dann ist er. Hat er einfach mal das Set gewechselt dazwischendurch. Ja, aber er war ja auch damals dem Versuch, so ein großer Fernsehstar auch zu werden. Hat er ja auch mehrere Filme gedreht und unvergessen natürlich sein Gastauftritt in Gremlins 2, als die Gremlins den Film anhalten, also in der Kinofassung, und Hogan aufsteht, sich in Herz nimmt und die Gremlins aus dem Projektorraum rausprügelt. Ja, also beide habt ihr da gute Sachen herausgefunden. Das macht die Wahl schwierig. Ich verteile jetzt mal einen Punkt an den Basti für Bryan Cranston und Co. Und dann gibt es jetzt die nächste Kategorie und da können wir auch nochmal neben den Leuten, die wir sehen, können wir auch nochmal über die Leute sprechen, die wir da noch hören. Runde 5. Synchronisation.
Synchro, das ist ja ein bisschen eure Spezialdisziplin, habe ich so in den letzten Folgen festgestellt. Ich spare mir jetzt lange Vorreden, weiß natürlich, dass Andreas von der Meden jetzt wahrscheinlich ein Thema sein wird, der Stammsprecher von David Hasselhoff und natürlich auch von Kermit, so viel weiß ich auch. Ansonsten habe ich einige Sprecher in den Listen gesehen, die ich also von Europa-Hörspielen kenne und deswegen sehr mag, eben erwähnter John D. Cord wird gesprochen von Lutz McKenzie. Sascha Dräger ist unter anderem auch zu hören. Aber es gibt natürlich in dieser langen Serie ganz viele Sprecher. Ja, wen ich das sehr spannend immer fand, das sind zwei. Und Hobby Buchanan hatte zwei Stimmen tatsächlich. Tatsächlich sogar drei, wenn man Brandon Call aus der ersten Staffel mitnimmt. Die erste Stimme war Björn Giebauer. Dann war die zweite Stimme nach dem Übernahme von Jeremy Jackson war Willem Manke. Aber der erste Sprecher von Jeremy Jackson, den fand ich eigentlich am interessantesten, das war nämlich Leonhard Malich, der heute sehr bekannt ist als also in den Marvel-Filmen spricht der Chris Pratt zum Beispiel in Star-Lord und ist, glaube ich, mittlerweile auch zu Chris Pratts Standardsprecher geworden. Das ist ganz spannend. Und die Videospielfans kennen natürlich Pamela Andersons deutsche Sprecherin sehr gut, Marion von Stengel. Die hat nämlich auch von Tomb Raider 4 bis zu Tomb Raider Underworld dann Lara Croft ihre ikonische Stimme geliehen und auch in den beiden Kinofilmen mit Angelina Jolie die Titelheldin synchronisiert. Ich greife dann nochmal jetzt das auch mit Andreas von der Meden. Er war ja nicht nur der David Hasselhoff Stammsprecher seit Knight Rider, er hat auch mit an den Dialogbüchern geschrieben und die hat er zusammen mit Andreas W. Schmidt verfasst und der ist wiederum später auch nochmal Dialogbuchautor bei Serien gewesen, wie zum Beispiel Two and a Half Men. Also der ist so ein bisschen in der Sitcom-Ebene dann irgendwie untergetaucht, ist aber auch, glaube ich, noch heute ein sehr bekannter und gefragter Comedy-Autor. Man muss auch sagen, diese Synchronisation, das war Studio Hamburg Synchron und in Hamburg die Synchronsprecher, die machen eigentlich normalerweise gar nicht so viel. Also deswegen ist es Hamburg eher so dafür bekannt, dass sie dann doch eher so die Produktionsfirma sind, die dann irgendwie auch nicht so die Highlight-Produktion dann am Ende dann abbekommen. Die meisten werden halt in Berlin oder in München gemacht. Und die ganzen anderen Schauspieler drumherum, die dann halt eben da auftauchen, auch als Synchronsprecher, stammen dann auch irgendwie aus Hamburg oder leben auch drumherum. Also zum Beispiel der Synchronsprecher von Newmy war Peter Heinrich Brix. Und den kennt man zum Beispiel aus dem Großstadtrevier oder aus Neues aus Buttenwarde. Mhm. Und da war auch lustigerweise irgendwie so vor ein paar Tagen, also jetzt 2021, jetzt war er in einer Sendung zu Gast, wo ihm auch das nochmal dann nachgelegt worden ist. Mensch, du hast doch bei Baywatch synchronisiert und sowas, hat er gesagt, stimmt. Aber er hat halt, wie es eben so damals der Fall war, er war jung und brauchte das Geld und dann hat man das Album auch noch gemacht. Andere Stimmen, die man vielleicht heute auch noch aus dem Schauspielbereich noch sonst so kennen könnte, Fabian Harloff. Spielt in sehr vielen Serien mit. Das war die Synchronstimme von Billy Warlock, also von Eddie. Und Marek Erhardt, der Enkelsohn von Heinz Erhardt, hatte wohl auch mal eine Episodenrolle, wo er da mal zu führen war. Was man dann noch abschließend noch sagen kann, ist, wenn man sich jetzt wundert, warum denn David Hasselhoff in den letzten Jahren so ganz viele unterschiedliche Sprecher, wenn man ihn irgendwo gesehen hatte, hat und eben nicht mehr seine Standardstimme. Andreas von der Meden ist vor ein paar Jahren gestorben. Und leider sehr traurig war das eben auch irgendwie, es war 2017 und seitdem ist irgendwie auch keiner, der da so richtig gut draufpassen könnte, meines Erachtens auf Hessenhoff. Ja, das ist im Deutschen dann immer sehr, sehr schade, weil es gibt ja vor allem so Schauspieler, deren Stimme man einfach mit dem deutschen Synchronsprecher immer verbindet. Also David Hasselhoff natürlich, es ist für mich so eine gleiche Situation wie als dann später Arne Elsholz, den man als Tom Hanks eigentlich exklusiv fast kennt, möchte ich sagen, verstorben ist. Es war dann sehr, sehr komisch, den ersten Film danach auf Deutsch zu sehen, mit Tom Hanks gemacht hat. Was mir noch aufgefallen ist, dass in der Synchro von Baywatch sehr viele Sprecher auch von den Hauptfiguren dann noch Nebenrollen gesprochen haben. Also Marion von Stengel zum Beispiel war schon bevor sie zur Standardstimme von CJ wurde, drin als ein Laurie Harris, eine Nebenfigur, allerdings nur für 2 Episoden und als eine Miss Amanda Keller, die tatsächlich für 3 Episoden
Und auch ganz spannend fand ich, dass Eberhard H. auch einen Auftritt hatte als Captain Huntington, auch nur in einer Episode. Eberhard H. hat auch eine sehr markante Stimme, ist dann kurz darauf auch zur Standardstimme von Batman geworden, zumindest im animierten Bereich mit Batman The Animated Series. Und es ist auch heute noch in, oder gut, ich glaube heute jetzt sogar nicht mehr, aber zumindest bis so 2017, 18 war es so, wenn irgendwas animiert Batman war aus diesem DC Animated Universe, es war eigentlich die deutsche Stimme Eberhard H., der ihn gesprochen hat. Das sehr häufig. Also ich bin immer wieder beeindruckt, was ihr in dieser Rubrik so zutage fördert. Ich dachte jetzt anfangs, Pamela Anderson und Lara Croft, da gibt's eine Verbindung, da geht der Punkt hin. Dann hat Basti aber hier natürlich mit dem ganzen Background-Wissen aus Hamburg auch aufgetrumpft. Da kann ich jetzt wirklich nicht anders, als euch beiden einen Punkt zu geben. Das heißt für die nächste Runde, Markus 3 Punkte, Basti 4 Punkte. Wir gehen jetzt in die letzte Rubrik. Das heißt, Ausgleich ist noch möglich, Basti führt. Und dann sprechen wir jetzt dann noch mal drüber, wie ist Baywatch zu Ende gegangen und was passierte denn auch nach der Originalserie noch? Runde 6. Nachbetrachtungen. Ein paar Sachen haben wir ja schon erwähnt. Zum Beispiel Baywatch Hawaii gehört aber noch zur Originalserie dazu, wird also noch als 10.11. Staffel gezählt, ja, war vielleicht in dem Fall der von euch ja auch öfter zitierte Jumping the Shark-Moment, diesmal nicht mit einem Kind, sondern mit einem Location-Wechsel. Und dann sind wir auch in der Nachbetrachtung, weil in Hawaii gab es ja quasi nochmal den Spin-off-Film Hochzeit auf Hawaii. Die Hochzeit, von der da die Rede ist, die handelt von Mitch. Und Markus, du hattest das eben schon ein bisschen erzählt. Ja, weil ich, wie gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer, immer Hochzeit auf Hawaii noch als Teil der Serie zu sehen. Es ist, für mich ist mit Baywatch Hawaii, du hast vorher diese Frage gestellt, schau mal, wie ist Baywatch zu Ende gegangen? Und ich würde fast sagen, mit einem Desaster, zumindest mit einem Quotendesaster. Es war zum Ende der 90er Jahre schon langsam die Luft raus. Sie haben es auch kreativ gemerkt, wir kommen nicht weiter. Und sie hatten ja dann ursprünglich die Idee, Baywatch nach Australien zu bringen mit dem Arbeitstitel Baywatch Down Under. Und da hatten sie sich den Ort, also die Avalon Beach in New South Wales ausgesucht. Und die Bewohner dort haben aber gegen das Serienteam protestiert, die dürfen da auf keinen Fall hinkommen, weil die Küste da ein sehr, sehr fragiles Ökosystem hat. Also da würde geringe Verschmutzung könnte da reichen, um da wirklich eine große Umweltkatastrophe auszulösen. Und das konnten dann die Produzenten und gerade Anfang Hasselhoff selber nicht verantworten. Jetzt sind sie nach Hawaii, hatten aber schon einen Piloten gedreht, der dann mit dieser Doppelfolge, ich glaube, die hieß dann auch Down Under, ein Zweiteiler, dann einfach nochmal verwurstet wurde. Witzig ist, in Hawaii gab es dann ganz andere Probleme, weil wir haben das am Anfang schon erwähnt mit der Wassertemperatur und dem Müll. In Hawaii war das Wasser dann sauber und es war wärmer, aber da gab es Haie. Das heißt, sie brauchten dann Spezialtaucher, die mit so Shotguns die Haie immer ferngehalten haben, während sie gedreht haben. Hat aber auch nichts geholfen, wirklich der Location-Wechsel. Die Quoten gingen weiter runter und die 11. Staffel ist dann sehr, sehr abgestürzt. Und man muss ja auch sagen, irgendwie dieser Abschlussfilm Hochzeit auf Hawaii entstand ja auch erst rund, ich glaube, fast 2 Jahre, nachdem es die Serie nicht mehr gab. Ja, also da hat man nochmal irgendwie aus Auslandsgeldern oder woher auch immer das ganze Budget zusammenkratzen können, um dann nochmal eine Art großes Finale zu machen. Was man, aber wie gesagt, wenn man sich das heute nochmal anschaut, so groß und so interessant. Ja, man hat sie alle, die wichtig waren, in Anführungszeichen, nochmal bekommen für dieses Special. Auch Pam Anderson, ja, wo man jetzt wirklich gesagt hätte, Mensch, da ist doch eigentlich jetzt das Tischtuch, in Anführungszeichen, vielleicht durchschnitten. Aber nein, dafür kam sie dann nochmal zurück. Und viele andere Leute eben auch, die man sogar aus der ersten Staffel noch kannte und so weiter. Aber es... Ja. Es hat in dem Sinne fast so was Clipshow-mäßiges, dass du sagst, so eine Art The Best of jeder Charakter aus den 11 Jahren, die man da produziert hat. Also teilweise auch mit so einem Moment, wenn sich der Film anschaut, so, ach ja, stimmt, die gab es ja auch mal für eine Staffel. Ja, und was ihr auch schon erwähnt habt, ist ja Baywatch
Nights. Insofern konsequent, dass man sich ja bei der Serie auch immer so ein bisschen lustig gemacht hat, dass die Rettungsschwimmer ja auch gerne, naja, genau genommen ihre Kompetenzen auch überschreiten, indem sie da irgendwie irgendwelche Ermittlungen durchführen. Und das war dann bei Baywatch Nights kein Problem mehr, denn da ist Mitch dann... Ja, das Ding ist irgendwie, Baywatch Nights ist ein kurioses Ding, weil es ja genau in die Richtung ging, von der Hasselhoff eigentlich mit der ursprünglichen Serie Angst hatte, dass das zu viel ist und weggeht von der familienfreundlichen Schiene. Und für die Serie war es dann aber für ihn kein Problem. Er wollte, er hat sich selber sehr gepusht, weil er halt damit versuchen wollte, sich als ernsterer Schauspieler zu etablieren. Sie ist aber überhaupt nicht gut angekommen. Also es war die erste Staffel schon eine Quotenkatastrophe und sie haben dann gedacht so, ja, wenn wir, was machen denn die anderen so im Crime-Bereich? Und dann haben sie festgestellt, okay, Crime ist eigentlich out, das ist gerade durch 8X, ist so Supernatural-Sachen, paranormale Dinge, Mystery, das ist sehr in, und haben das sogar versucht, in eine zweite Staffel so ein bisschen einzubauen, das ist aber noch schlechter angekommen, deswegen haben sie dann den Stecker gezogen. Ich kann auch wirklich nur sagen, der einzige Grund, warum man jetzt hier über Baywatch Nights nochmal sprechen kann, ist, es gibt einen Knight Rider-Bezug. Und zwar in der zweiten Staffel gibt es einen Gastauftritt von Edward Mulhare. Und Edward Mulhare hat bei Knight Rider den Chef von Michael Knight, nämlich Devon Miles, gespielt. Und es war auch dessen letzte Rolle, die Edward Mulhare da übernommen hatte. Wenige Monate nach der Ausstrahlung ist er dann gestorben. Aber das fand ich nochmal eine schöne Verbindung, halt eben, dass man sich eben wirklich fragt, als Knight Rider-Fan, was ist davon denn nach Baywatch noch übergeschwappt? Und das ist ein schönes Beispiel dafür gewesen. Es war auch Baywatch Nights für die Hauptserie nicht wirklich schlimm, weil klar, das war ein Spin-off, das nicht angekommen ist, aber Baywatch selber hatte weiterhin hohe Quoten. Er konnte weiter schon zumindest noch für ein paar Jahre seine Zuschauer halten und ist erst so zum Ende der 90er, also dann 1999, 98, 99 wirklich, ja, dass die Quoten zurückgegangen sind. Das war dann wahrscheinlich der Versuch, das über Hawaii zu retten, genau der falsche Schritt. Es gibt vielleicht auch noch eine Anekdote, die all diejenigen kennen, die die Serie Friends lieben. Denn Baywatch ist bekannterweise die Lieblingsserie von Chandler und Joey. Die verpassen keine Episode. Und es hätte mich nicht gewundert, wenn es da auch mal eine Folge von Friends gegeben hätte, wo dann Joey, der ja quasi Hilfsschauspieler war, da irgendwie bei Baywatch irgendwie gebucht worden wäre. Wäre sicherlich sehr lustig geworden, aber dazu kam es ja dann auch nie, weil ich glaube dann auch unmittelbar danach war ja die Zeit von Baywatch. Wenn wir in die Richtung gehen, ich meine, Baywatch ist ein Popkulturphänomen geworden schlechthin. David Hasselhoff kommt auch bis heute nicht so wirklich von der Rolle los. Man denke da nur an den SpongeBob Schwammkopf-Film, als er selber auch nochmal in seiner Rolle Mitch Buchanan auftritt. Ich meine, im Film sagt er auch, ist er selber David Hasselhoff, aber er hat ganz klar die Badehose an, die Boje dabei. Es ist ganz klar, er gibt nochmal den Mitch Buchanan und hilft SpongeBob und Patrick zurück nach Bikini Bottom zu kommen. Die Serie ist halt einfach so berühmt, dass es natürlich immer wieder Referenzen, Parodien aller Art gibt. In unsere kleine Chatgruppe hier hatte Basti ja auch noch ein sehr besonderes Fundstück geschickt. Das musst du, glaube ich, auch einfach nochmal erzählen, Basti. Es war wohl so, dass es 2019 eine USA-Tour gab des FC Bayern. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Werbung für machen. Und das hat in dem Fall ein ehemaliger Bayern-Spieler getan, nämlich Lothar Matthäus, der gezeigt wird in David Hasselhoff-Manier irgendwo am Strand, vielleicht war es sogar in Malibu, und der einfach nur darauf hingewiesen hat, hier FC Bayern, comes to the USA, in seinen gebrochenen Englisch, was er da immer spricht und so weiter. Und da war, wie gesagt, ein Baywatch-Bezug. Ihr müsst mal irgendwo bei Twitter oder so nachgucken, Lothar Matthäus und Baywatch sind die Schlagwörter, dann kommt ihr da drauf. Ja, es ist tatsächlich, der Stil der Serie, dieses Bild, sonnige Strände, Hasselhoff, die sind zu dem Aushängeschild der USA fast geworden. Es ist noch heute so, wenn man sowas sieht, man denkt, wird schon ein bisschen patriotisch, an das Beste, was dieses Land einem zu bieten hat. Aber was man ja kinomäßig dann natürlich schlecht ausgewertet hat, muss man ja wirklich sagen. Denn wir sollten jetzt endlich mal über das, was da reden, genau. Da bin ich sehr gespannt, was ihr jetzt dazu für eine Meinung habt, weil natürlich müssen wir über den Kinofilm reden noch, ja. Ja, dieser tolle, tolle, tolle Kinofilm, und ich bin jetzt natürlich ein bisschen sehr ironisch, aber ich meine es eigentlich gar nicht so extrem böse.
warum der so geworden ist, wie er geworden ist, liegt vielleicht daran, dass der ewig lange in der, wie man Englisch sagt, Development Hell gesteckt hat. Zwar war schon die erste Idee wohl 2005 ein Reboot zu starten, so richtig losgegangen ist es aber erst ab 2012 und 2014 hat man dann Dwayne Johnson verpflichten können, damit hat das Ganze erst richtig Fahrt aufgenommen und ist dann schließlich 2017 in der Form, in der wir ihn gesehen haben, ins Kino gekommen und in einer Extended-Fassung, einer Unrated-Fassung auch noch auf Blu-ray dann erschienen. Ist übrigens, in der Unrated-Fassung hat YouTube und Vine-Star Logan Paul einen Cameo, den man in der Kinofassung damals rausgeschnitten hatte. Wenn man sich mal zurückerinnert, was Mr. Paul dann im Dezember 2017 so abgezogen hat an Skandalen, war das wahrscheinlich der bessere Schnitt. Ja, also ich glaube, ich würde es mal so beschreiben, ich glaube, diese Mischung aus Baywatch, angereichert mit diesen Slapstick-Einlagen, irgendwie so ein gefühlter American Pie-Einschlag, der da irgendwie drin ist, das ist es, was mir so ein bisschen den Spaß nimmt. Das größte Problem dieses Films ist, natürlich, die Handlung ist absolut flach, es ist so ein schöner Hirnausstreifen, aber das wäre auch nicht so das große Problem. Mein Baywatch hatte an sich schon eine sehr flache Handlung. Aber bei diesem Film ist mir nie ganz klar gewesen, nimmt der das Originalmaterial ernst und versucht er ein Liebestribut zu sein? Teilweise hat man den Eindruck, gerade so mit den Gastauftritten, wie wir schon hatten, mit David Hasselhoff und Pamela Anderson. Und auf der anderen Seite gibt's aber dann wieder diese Parodie-Elemente, wo ich so das Gefühl habe, der Film macht sich eigentlich über Baywatch lustig. Also, als würde man das durch den Kakao ziehen wollen. Du sagst schon die ganzen Slapstick-Momente oder auch so Sachen wie, dass man direkt darüber spricht, dass die Leute sich in Zeitlupe bewegen und das dann auch gerade mit dem Auftritt von Pamela Anderson am Ende sieht, sie geht ganz langsam, während alle anderen in Normalgeschwindigkeit sich bewegen. Und da ist mir nicht klar, versuchen die jetzt ein Tribut zu sein, das nochmal aufleben zu lassen, oder versuchen sie sich darüber lustig zu machen, das eigentlich runterzumachen? Ja, und dann, das ist so ein Mischding. Der eine Charakter bleibt doch dann irgendwie noch mit seinem Pimmel da irgendwo in so einem Liegestuhl da irgendwie klemmen und du hast halt ja. So dieses... Ja gut, klar. Das ist etwas, was halt nicht passt, weil Baywatch natürlich seicht war, aber nie diesen, ich sag mal, tiefen, niveaulosen Humor hatte, aber das ist irgendwie so eine Comedy-Regel, gerade in den USA, oh Gott, uns fällt nichts ein, was lustig ist, okay, mach mal irgendwas mit Furzen, Fäkalien oder Genitalien, dann werden die Leute schon lachen. Kann man alles machen, aber das muss dann halt in diese Teenie, das muss dann in so einen Teenie-Film rein. Was ich nochmal interessant fand an diesem Reboot, ist aber auch die Tatsache, dass ja tatsächlich auch die alten Showrunner in Anführungszeichen da mit involviert gewesen sind. Also es sind auch wieder Berg und Schwartz eben dabei gewesen, die ja eben auch dort bei Regie und bei Produktion und so weiter eben auch genannt werden. Also ist das alles von denen auch mit so gewollt worden, dass sie da mit ihrem Baby also sowas draus machen. Und es wird ja wohl auch irgendwie noch irgendwie verkündet, ja, so schlecht lief das ja alles gar nicht. Und man denkt ja vielleicht noch über den zweiten Teil so nach. Also meiner Meinung nach, ich glaube, es gibt keinen zweiten Teil davon. Das wird, glaube ich, nie passieren, dass der kommt. Also was man The Rock lassen muss, er hat auf jeden Fall Negativpreise entgegengenommen dafür und hat das auch zumindest mit Humor genommen, hat gesagt, hey, wir hatten die besten Absichten. Aber ich muss auch zugeben, so ganz geklappt hat es nicht. Also ihn fand ich als einzelnen Schauspieler sogar ganz passend besetzt. Also den könnte ich mir vorstellen, dass der mit einem besseren Drehbuch eine ganz gute Neuauflage von Mitch Buchanan hätte spielen können. Er geht halt in dem ganzen Schrott drumherum einfach total unter. Du hast gesagt, dass die ihr eigenes Baby da nochmal gerebootet haben. Die Frage ist, wie lieb haben sie ihr Baby wirklich noch, wenn sie so... ja, neu aufbereiten, so einen Punkt, wo man halt merkt, irgendwie, die wollen, eigentlich so, du hast es schon gesagt, Daniel, man hat das Gefühl, das wäre so ein Adam Sandler-Film und ach, das ist ja, macht immer noch sein Geld aus irgendeinem Grund, versuchen wir mal in die Richtung zu gehen, damit wir wieder relevant werden. Also der Rechteinhaber Fremantle, die haben ja zumindest mal vor gar nicht allzu langer Zeit so ein bisschen damit gespielt, bewusst das Gerücht gestreut, naja, vielleicht machen wir doch nochmal eine Serie und da schielen wir gar nicht so sehr auf den Kinofilm, sondern wir schauen auf die Streaming-Abrufzahlen von
Baywatch in der Remastered Edition und über die müssen wir vielleicht auch nochmal kurz sprechen, weil ja, die hat einen Vorteil. Der Vorteil ist, es sieht wirklich aus wie gestern gefilmt, hat aber auch... Also die Bildqualität ist super, sie hat aber eben auch einen großen Nachteil und sie ist mit Sicherheit nichts für Leute, denen Originalität wichtig ist und zu denen gehöre ich auch. Das heißt, das Bild ist auf 16:9 getrimmt, die Musik ist teilweise ausgetauscht oder in großen Teilen ausgetauscht und das ist natürlich ärgerlich. Sie ist nicht nur in Großteilen ausgetauscht, es ist sogar die Ersatzmusik, die sie drunter gelegt haben. Ich möchte die Komponisten, die das nicht beigesteuert haben, nicht schlecht machen, aber das hört sich für mich eher wie so ein Gedudle an, das man halt schnell mal gesucht hat aus irgendeinem Pool raus. Ja, was passt denn ungefähr? Und es ist auch zumindest im englischen Original, deutsche Fassung habe ich von dem Remaster noch gar nicht gesehen, ist es sehr, sehr schlecht abgemischt. Es geht zu einem Punkt, wo man wegen diesem schnell runtergedrehten, lizenzfreien Musikgedudel teilweise Dialoge gar nicht mehr versteht. Genau, wer sich davon überzeugen möchte, Folgen gibt es bei Amazon. Und aber ich glaube, Baywatch Hawaii ist noch nicht auf Remastered, glaube ich, gestellt worden. Aber das glaube ich noch nicht. Allerdings ist diese Remastered-Fassung auch auf Blu-ray tatsächlich erschienen. Die kann man sich kaufen und die hat einen großen Vorteil wohl, diese Blu-ray-Fassung. Da sind nämlich als Bonus auch die alten DVD-Fassungen von 2011 dabei. Und bei denen sind alle Songs und alle Folgen noch so, wie sie waren. Die basieren allerdings auf der deutschen Fassung. Da war die Ausstrahlungsreihenfolge teilweise ein bisschen anders. Und man hat halt ja nur die reinen deutschen Vor- und Abspänner in den Credits. Man kann aber sicherlich auch davon ausgehen, dass das irgendwo bei irgendeinem Sender irgendwann mal wieder alles ausgestrahlt wird. Zuletzt irgendwie RTL Nitro hatte das im Programm gehabt. Und ja, es gibt jetzt so viele unzählige Sender, also wird es da bestimmt auch nicht mehr lange dauern, bis man dann wieder Baywatch im Fernsehen sehen kann, zumindest das, und was da früher lief. Ich habe gehört, es gibt noch was, auf das wir uns durchaus freuen können. Es ist jetzt April 2021 und für Sommer angekündigt ist eine Dokumentation, Baywatch The American Dream, wo viele ehemalige Cast and Crew Mitglieder nochmal zur Sprache kommen. David Hasselhoff ist zwischenzeitlich auch da Executive Producer. Ja. Also auch da ist schon mal ein Schulterschluss zu der Serie, wo es ja im Prinzip genauso gelaufen ist. Soll im Sommer 2021 kommen, wo, wann genau, derzeit noch unklar. Also wenn das wirklich... Ja, wenn das wirklich kommt, dann gibt es ja vielleicht sogar noch Hoffnungen für das 2009 mal kurz von Hasselhoff angeteaserte Baywatch UK oder UK Watch. Das war nur so ganz kurz, dass er es gemeint hat, er arbeitet wohl dran, einen Baywatch-Ableger zu machen, allerdings halt dann in England, deswegen auch UK Watch. Es ist dann sehr, sehr schnell wieder verschwunden, aber auf Nachfragen heißt es immer wieder, ja doch, es wird dran gearbeitet. Es ist zumindest nie offiziell bestätigt worden, dass es nicht kommt. Ich glaube eher, treffen sich jetzt wieder zum Dokumentationsdrehen, damit dann David ein bisschen wieder Geld verdient, damit er nicht bei solchen Geschichten wie Promi Big Brother in Deutschland oder sowas auftreten muss. Mhm. Oder in irgendwelchen Schlagersendungen. Das macht er ja auch immer noch sehr gerne. Ja, ich denke auch, dass Baywatch nicht wirklich tot zu kriegen ist. Es hat da einfach zu viel Eindruck hinterlassen. Es wird zwar ein bisschen... Ja, lieb man von manchen liebevoll, von manchen abfällig, dann auch, es gibt ja den Ausdruck Babe-Watch, der an sich schon wieder damals schon, als die Serie ausgestrahlt wurde, Längen geschlagen hat. Soweit ich weiß, war das Mad Magazine das erste, die Baywatch als Babe-Watch bezeichnet haben. Und es gab wohl dann auch in den 90ern diverse Pornofilme direkt auf Video, die in Anlehnung an die Serie dann Baywatch oder mit Variationen hießen. Genau, aber die, also allein mit diesem die besprechen wir jetzt übrigens nicht mehr ausführlich in unseren Nachbetrachtungen. Mir hat es aber sehr großen Spaß gemacht, zurückzureisen zu der Sendung. Du hast gerade gesagt, Baywatch stirbt nicht und solange wir... Es ist, finde ich, immer noch die perfekte Gute-Laune-Sendung. Es ist, man macht den Vorspann an, man sieht diesen Stil, man hört die originalen Musiken. Es hat, wie man so neudeutsch sagt, einfach immer noch einen super Vibe, so flach es auch ist. Es macht einfach Spaß. Zu guter Letzt, ich habe ja noch Punkte zu vergeben. Ich kann nicht anders, als jetzt hier auch euch beiden nochmal einen Punkt zu geben. Das heißt dann aber auch hier für die Bierdeckelrechnung, Markus 4 Rettungsbojen,
Basti 5 Rettungsbojen und damit kann Basti dann das nächste Mal aus unserer, langen Liste von Themenvorschlägen, da waren wirklich schon tolle Sachen dabei, dann das nächste Mal bestimmen, um welches Thema es dann gehen wird. Abonniert uns auf den verschiedenen Kanälen, dann verpasst ihr die Folge auf jeden Fall nicht. Und ich würde sagen, jetzt nehmen wir noch jeweils ein kleines Bad. Oh ja, am Strand von Malibu oder entspannt auf Hawaii. Ja, das leider nicht, aber zumindest gedanklich. Und würde sagen, vielen Dank an alle wieder fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Danke auch an euch zwei und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Das war's für heute bei Fernsehkunde. Doch Bastian, Daniel und Markus kommen wieder. Keine Frage. www.fernsehkunde.de Glotze aus, ab nach Haus.